Zeit. Der nächste Raid Talk steht an. Und ja, es war ja ein sehr interessantes Race diesmal. Viele von euch haben ja bestimmt auch das World First Race verfolgt auf dem Aversion.de-Kanal, was ein Mordsgaudi war. Nochmal vielen, vielen Dank an die Guild Aversion, die uns da mitgenommen hat und die wir begleiten durften. Ja, und jetzt ist es soweit, nach viereinhalb Jahren, so, haben wir es geschafft, die komplette Top 5 in Deutschland zu versammeln. Ja, endlich hat es mal geklappt, dass jeder da ist und jeder Zeit hat und jeder kann. Von daher freue ich mich sehr. Und was noch wunderbar ist, wir haben frisches Blut dabei. Und da die Alten mehr oder weniger fast alle alte Hasen sind, würde ich einfach direkt mal mit dem lieben Relix anfangen. Diese kleine Vorstellungsrunde, vielleicht sagst du uns kurz, welche Klasse du spielst, bei welcher Gilde du bist, was deine Position da ist, dass die Leute dich so ein wenig kennenlernen. Ich bin der Relix. Ich spiele Brewmaster Tank in Nonsense. Tank spiele ich schon seit Legion. Hab damals Reroll, weil wir einen Tank gebraucht hatten. Ja. Und weiß nicht, was soll ich jetzt viel groß erzählen, oder? Nein, das reicht schon. Nur, ne, wer du bist, wo du herkommst, was dein Beruf ist. Beruf? Ja. Nein, du bist ja Tank. Also, das war ein kleines Späßchen. Genau, aber freue ich mich, dass wir jemand Neues dabei haben. Ja, ansonsten würde ich sagen, fangen wir oben an, ne? Aversion, altbekannt, der liebe Nex. Jo. Hallo. Genau. Soll ich auch noch mich vorstellen? Ja, mach einfach, dann haben wir es durch. Ich meine, ich kenne dich jeder, aber. In der Next Spiel bin der Boomer von Aversion. Bin Raid und Guild Lead und habe heute auch mal jemanden mitgebracht, was da eigentlich sonst nicht so der Fall war. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir so einen Talk hatten, wo jemand dabei war, war noch mit dem Venian. Und von daher leite ich mal direkt rüber zu Darrett. Ja, ich bin der Darrett. Ich bin jetzt seit 2,5 Jahren bei Aversion Heiler und falle mehr oder weniger dadurch auf, dass ich dem Next die ganze Zeit auf den Sack gehe. Yes. Das hört sich doch gut an. Next auf den Sack gehen. Wunderbar. Ja, Nummer 2. Ne, ich meine, er ist jetzt, glaube ich, auch, darf man mittlerweile sagen, eine lebende Legende, was den Raid Talk angeht. Ponky ist da. Grüße dich. Nein, ich meine natürlich den Tyrer. Ponky ist, glaube ich, das erste Mal da, ne? Okay. Ja, Tyrer, stell dich mal vor. Hallo, ich bin der Tyrer, Northern Sky, seit, keine Ahnung, 4,5 Jahren und spiele dort Demon on Rogue. Ja, jetzt darfst du, Ponky. Jawohl, ich bin dran. Ich bin der Ponky, Main DH von Northern Sky, der Ersatz-Senfi in der Runde hier und ich habe heute mal meinen kleinen Sohn in Tyrer mitgebracht. Sehr schön. Wunderbar. Ja, dann, ist auch altbekannt. Ich freue mich, dass er es noch pünktlich geschafft hat, obwohl die Kommunikation auch von meiner Seite etwas unglücklich verlaufen ist. Freue ich mich doch, dass er es noch geschafft hat. Lenny, grüße dich. Ja, Ron, wie geht's dir? Gut, vielleicht willst du dich einmal ganz kurz der Community vorstellen. Ja, selbstverständlich. Hallo, mein Name ist Lenny und nein, ich heiße Lanix und ich bin der Guild- und Raid-Lead von Snafu und spiele auch DH zurzeit. Glaube ich, eine DH-Runde hier. Das wird dann heute ein sehr Midi-lastiger Talk, denke ich. Und last but not least haben wir, beziehungsweise der liebe Nex, dem haben wir das zu verdanken, geschafft, dass der Herb, der beim letzten Mal schon dabei war, von Untitled Spreadsheet sich dazu gesellt hat. Ja, hallo, ich bin Herb, ich spiele Schurke bei Untitled Spreadsheet und bin dort seit letztes Jahr und bin Officer dort in der Gilde. Sehr schön. Also sehr mittellastig heute unterwegs, aber das macht nichts. Darrett und Nex werden dann so ein bisschen die Fahne oben halten für die Range und für die Heiler. Gut, ja, fangen wir direkt an. Aversion, Raute 1 gemacht. Wir haben natürlich sehr viel drüber geredet, wir haben euch sehr viel begleitet, aber vielleicht hat der ein oder andere es nicht mitbekommen. Vielleicht von deiner Sicht so ein kleines Recap, Nex. Du kannst natürlich auch gerne Darrett damit einbeziehen. Ich weiß nicht, wie ihr euch da ein bisschen abwechseln wollt. Wie ist das Race für euch gelaufen? Seid ihr zufrieden? Ja, also ich glaube, es ist ganz gut gelaufen. Wir haben so ein bisschen halt auch Lehrgeld zahlen müssen, jetzt so in Bezug auf Restergard und auf Ilginoth, weil wir halt ja die Splitrun zu spät gemacht haben, beziehungsweise die Non-Disfill-Taktik nicht gefixt wurde und wir es halt noch normal gespielt haben. Ansonsten
was für uns, glaube ich, ein Race, was richtig gut war, mit dem Highlight, glaube ich, Carol Pace noch in der ersten ID zu killen. Ja, und Sof hat sich dann leider ein bisschen hingezogen, weil wir auch dann nach Hause gefahren sind aus Krefeld und der erste Re-Clear, oder beide Re-Clears waren nicht so gut und für den Sof kann Daryl was sagen. Ja, also insgesamt war der Progress okay. Geht auf jeden Fall besser, geht natürlich auch schlechter. Ich kann mich Nexa eigentlich bis jetzt nur ganz anschließen. Was Ensoth angeht, hat man definitiv gemerkt, dass hinten raus so ein bisschen die Luft gefehlt hat und dann die technischen Schwierigkeiten dazu kamen. Deutsches Internet ist uns meistens nicht so freundlich gesinnt. Ich glaube, mit dem Endergebnis kann man leben. Exorcist hätte ich schon gern geschlagen, vor allem weil die 700 Puls für jeden Boss brauchen, aber muss halt auch so gehen. All in all ist in Ordnung. Das Event war dafür sehr gut. Das stimmt. Da würde ich natürlich gerne, wir haben natürlich, ich nutze kurz die Gelegenheit, weil wir halt immer sehr viel mit den Leuten geredet haben, die vor Ort waren. Der Troin, Strike, Jones und wen habe ich vergessen? Genau, der Vilas, Alvarez, genau, richtig. Mit denen haben wir natürlich immer sehr viel gesprochen. Da würde ich gerne dich mal fragen, Daryl, wie habt ihr das so bei der Gilde so wahrgenommen? Hat das so ein bisschen das Ganze was beeinflusst? Wie hast du das Ganze so wahrgenommen, dass Aversion halt sehr im Fokus stand? Gerade halt, dass auch 5 Leute nicht, sage ich mal, in ihrer gewohnten Umgebung gespielt haben, sondern vor Ort waren. Das würde mich sehr interessieren. Ja, die ersten paar Tage waren ganz interessant. Es gab viel Technisches zu fixen. Der Jones hat es auf Teufel komm raus nicht hinbekommen, sein Mikro zu fixen, sodass man immer alles bei ihm gehört hat und vor allem dem Dräum seiner Tastatur. Das war immer ganz spannend, wenn er sich mal entmutet hat, um irgendwas zu sagen, weil dann haben ihn immer direkt alle angefahren, dass er sich wieder muten soll. Ja, insgesamt hat man schon gemerkt, so, wer da vor Ort war, der hat schon die Zeit genommen und die Zeit auch gehabt, dann da mal was genauer auf alles noch mit drauf zu gucken. Vielleicht auch, weil der Next daneben saß und selber genauer mal mit drauf geguckt hat, was die Leute da machen. War schon eine ganz interessante Dynamik. Kann ich natürlich jetzt nicht ganz beurteilen, weil ich nicht da war, aber als Mitspieler, spielerisch hat man es nicht gemerkt. Aber war auf jeden Fall lustig. Vor allem durch die Interaktion da direkt bei den Leuten beieinander. Da gab es viele Witze und da wurde schnell und scharf geschossen im Studio. Das war ganz schön für den Rest vom Raid. Kann man, denke ich, so ganz gut zusammenfassen. Ja, auf jeden Fall vielen Dank für die Einschätzung. Ja, wir gehen mal in der Runde weiter. Und zwar Platz 2, Northern Sky, sich erkämpft, erfightet. Bin sehr gespannt. Letztes Mal war es ja die Frontpage. Diesmal war es ja Seite 2. Thürer ist ja immer ein Mann der kritischen Worte. Von daher einmal so deine Einschätzung, Thürer. Wie ist der Progress für euch gelaufen? Zufriedenstellend? Ihr hattet ja unter anderem, Dresdagas hattet ihr World 16. Da war es ja wieder die Frontpage. Wie schätzt du eure Leistung ein? Ich denke, wir haben genauso gespielt wie letzten Content. Also eigentlich sehr gut. Nur dieser Content war nicht so auf uns zugeschnitten. Der Endboss war einfach nur Muscle Memory, einfach tryen. Das heißt, da konnten wir nicht so ein bisschen hervorstechen wie bei Shara mit Weak Aura und Taktik. Und auch ansonsten hat kein Blocker gehabt. Also Raden wurde zu früh genervt, sage ich mal. Also man hätte einfach den Deadlast fixen können und dann erstmal abwarten, was die Gilden machen. Dadurch, dass man auch mit der, die darauf mehr Corruption hat, dann kam noch Breast dazu, noch eine RD später und so. Also ich finde, da wurde einfach nicht, da wurde einfach zu früh genervt. Dann Ilgenos wurde nicht die Non-Dispel-Taktik gefixt, sag ich mal, weil es war an sich, du hast eine komplette Mechanik nicht gespielt und war ein bisschen verwirrend. Weil bei Mist, ne, nicht bei Mist, ist bei, ja doch, hier in Tomb haben die auch nach der ersten ID den Beam gefixt, da, dass man da den soaken muss. Weiß nicht, warum die dieses Mal nicht so sich getraut haben. Ja, Carol Pace war auch zu leicht. An sich haben wir wirklich einen soliden Content gemacht. Wir hätten einen Tag früher killen können eventuell, aber im Endeffekt ist einfach nur
zu leichter Content, dass wir da noch ein bisschen mehr Ringe hätten machen können. Nur 7 Minuten vor Future. Ich war echt enttäuscht. Ja, ich meine, gut, wir haben aber Future in uns gelassen. Hat ja bei euch mit Exorcist nicht so geklappt. Aber ja, das zeigt eigentlich schon, wenn so Exorcist vor Aversion ist oder Future so nah bei uns ist, zeigt schon, dass der Content eigentlich zu leicht war und auf jeden Fall zu behindertenfreundlich einfach. Yes. Dein DH-Kollege, der liebe Ponky, was ist deine Einschätzung so? Ja, ich kann mich dazu auch nur anschließen. Also ich bin auch eigentlich sehr zufrieden mit unserem Content, weil die Sachen, die wir noch verbessern können, haben wir intern geregelt und werden wir auch verbessern zum nächsten Content. Also auf jeden Fall noch Luft nach oben da. Willst du ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Was muss verbessert werden? Ja, ich kann jetzt nur von mir persönlich reden, weil ich da jetzt keinen so, ne, ins Feld schmeißen möchte, aber ich persönlich habe halt mich sehr wenig über die Bosse vorbereitet, also ich hätte da viel mehr machen können, da kann ich viel mehr Einsatz zeigen. Ich meine, ich habe trotzdem die Bosse relativ gut gespielt, finde ich, und ja, aber Vorbereitung hätte ich viel mehr mithelfen können und das werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen und allgemein ein paar organisatorische Sachen oder ein paar Überlegungen mit Misskommunikation, die passiert sind, die werden wir auf jeden Fall verbessern. Aber unterm Strich haben wir auf jeden Fall einen guten Content eigentlich wieder hingelegt, was man auch an den Puls auf den Bossen sehen kann. Ich meine, wir hatten, glaube ich, bis irgendwie Volt 40 oder so, hatten wir, glaube ich, immer noch die wenigsten Puls auf dem Endboss. Das war ganz fein. Wir haben zwar jetzt nur kurz vor knapp vor Future gekillt, aber ja, man weiß da jetzt auch nicht so ganz genau, ob jetzt uns der Umhang mehr gefavored hätte oder die. Ich meine, wir hatten einen ganz guten Vorsprung zu denen, bevor der Umhang ins Spiel kam, der große Buff mit dem Damage. Wir hätten den wahrscheinlich killen können, auch ohne den Umhang, aber gut, dann wurde das halt gefickt und dann haben wir den auch relativ schnell gekillt. Aber an sich bin ich sehr zufrieden mit der Leistung von vielen. Okay. Ja, ich gebe dann direkt mal die Frage weiter an Lanix. Ja, World 47, Answered the Corruptor, getötet vor gut 2 Wochen, glaube ich, war es. Gespannt, was du zu der Einschätzung deiner Gilde sagst. Also Ranking-wise hätten wir auf jeden Fall mindestens 10 Plätze besser machen können. Wir haben Enzoff, glaube ich, 3 oder 4 Tage nach dem Gefühl zu spät gekillt. Das hat damit zu tun, dass wir bei Enzoff selber nicht so gut gespielt haben. Also viele Personal-Fails, die am Ende halt, wenn du so P1 Wipes hast oder so, das heißt Wipes, aber Leute da sterben oder irgendwie zu wenig Sanity und so ein Blödsinn. Dann ist es immer ein bisschen nicht worth, da weiter zu pullen, meistens. Das hat uns sehr viele Pulls gekostet, also Personal Fates waren leider das größte Problem. Wir haben auch einen Split zu viel gemacht, also wir kamen auf die hirnrissige Idee, das war meine Schuld, einen dritten Split zu machen. Und das hat sich auch eine Zeit lang ganz gut funktioniert, oder hat man gemerkt, dass es was gebracht hat. Aber am Ende bringt es halt einem nichts, wenn man dann halt nicht so gut spielt beim letzten Boss. Also schon, wir haben effektiv wahrscheinlich schon eine halbe Woche oder sogar mehr ein bisschen weggeworfen. Aber ansonsten, wir haben die erste Woche weniger geradet und so. Wir haben Tanks ausgetauscht, das war unser größtes Problem. Das hat ganz gut funktioniert. Aber die Hauptschuld trage sowieso ich, weil ich nämlich tatsächlich einfach super hart unterschätzt habe. Ich dachte mir, weil ich bin umgezogen in Progress und ich dachte mir, ach, das geht schon. Es hat auch alles mehr oder weniger funktioniert und ich habe auch die Zeit, die ich brauchte, da investiert und so, aber ich habe natürlich, am Ende sagt man sich selber immer, man hätte das und das besser machen können und ich hätte schon gerne ein paar Stunden mehr gehabt dafür und teilweise ein bisschen Schuld von mir, aber wir haben am Ende auch einfach echt nicht gut gespielt beim letzten Boss. Die anderen Bosse davor waren alle fein, also Content war halt, muss ich den anderen recht geben. Ist halt leider schade, wenn halt da auch kein Boss in den ersten 11 ist, der vielleicht mal mehr als 100 Puls braucht, so in der Regel so, oder wo man dann anfängt, so dreistellig zu werden. Aber bei Carapace war ja auch 30 Puls oder so. Das ist halt zu wenig für den vorletzten Boss, finde ich. Auch wenn es natürlich klar ist, dass der Raid mit mehreren Bossen natürlich eine einfache Curve hat. Aber ist halt underwhelming, glaube ich, auch für den Spieler selber. Ich weiß nicht, wie euch das ging, aber wenn du halt Carapace killst, der relativ easy war, und dann kommt halt quasi noch Enzoff, der auch nicht viele Puls braucht. Dann vor allem, der halt auch super hart genervt wurde quasi von Tag zu Tag oder von Woche zu Woche. Fand ich hat auch mir persönlich nicht so viel Spaß gemacht. War besser als ein Ashara, aber also vom Spielen her. Aber nee, ja, sonst so, ja. Aber
ja, zufrieden, weil wir Fehler ausbessern konnten, die wir, ne? Wir haben dann dafür ein bisschen schlechter gespielt, aber das geht auf meine Kappe alles. Aber immerhin die beste Deutschplatzierung für SNAFU seit Umstellung. Seit Kill Jaden. Ja, ja, ja. Aber ist ja quasi gleiche Gilde, ne? Aber ja, das stimmt, ja. Ja. Aber da muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, das hat natürlich nichts damit zu tun, dass wir so geisteskrank gute deutsche Raider haben, sondern das einfach das auch, da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, dieses HND-Getrolle und so, die haben einfach kein Glück gehabt, ne? Das ist einfach schade. Ja. Und das fand ich auch im Progress schon echt, also ich kam mir tatsächlich auch blöd vor, dass wir da vor dem Boss standen und einfach scheiße gespielt haben. Und man von denen immer nur gehört hat. Und man denkt selber, man ist im Raid und denkt sich, ey, bei uns läuft's echt nicht gut, ne? Ey, fuck. Und dann ist auch einer hatte mal einen Durchdreher bei uns, ein Raid ist gequittet und so. Und dann denkt man sich echt, bei uns ist schon echt scheiße passiert. Und dann hört man, was bei denen abgeht. Und dann denkt man sich, ey, also die haben schon echt eine harte Zeit gehabt. Jedenfalls, was ich gehört habe. Wenn irgendwer das klarstellen möchte oder so, aber ich will nichts falsch erzählen. Ja. Aber ich finde das auch blöd, dass da reingetrollt wird, weil das finde ich nicht. Wenig notwendig. Lass uns. Ja, also um das. Ich kann das ja kurz klarstellen. Also ich glaube, die Boys hatten einen 2,8% Wipe, bevor sie aufhören mussten mit Raiden, weil ein Heiler auf Geschäftsreise gegangen ist eine Woche. Dann ja, waren genau. Die halt eine komplette Woche AFK. Weil sie konnten den Menschen nicht backuppen. Und mit 19 man tötet den Boss nicht, der war halt da so krass getuned. Und ich glaube, die hätten ganz kurz um Northern Sky herum gekillt. Also da auch, wo Future gekillt hat, als der Cloak halt reinkam. Oder ich weiß noch nicht, ob ein Tag eher, aber irgendwie so da. Also halt ja. In den ich kann, 20ern. Ich kann das genau sagen, wie das war bei denen. Ja, bitte, wenn wir es gerade ansprechen, dann. Also nur um ganz kurz der Community zu sagen, was es jetzt gerade geht, auch die dann später das sich anhören werden. Es geht halt darum, Hope and Despair, die seit gefühlt 20 Jahren immer ganz stabil Raute 2 gemacht hat in Deutschland, ist diesmal auf Platz 6 runtergefallen und World Ranking halt 65 und normalerweise spielen die immer so um die Top 20, 25, 30 mit und die Jungs erklären gerade, was halt die Probleme dabei waren. Jetzt gerne Thürer. Also die hatten einen Tag, nachdem wir gekillt haben, hatten die einen 2,8% Vibe, danach einen 4% Vibe und dann ist deren Healer DC'd. Dann haben die auf den gefühlt 3 Stunden gewartet, haben dann nicht mehr pullen können. Am nächsten Tag kam dann einer von denen später, so gegen 8 erst, weil der arbeiten musste. Und um 8 ist der Zeitpunkt, wo bei dem, der am Tag vor DC'd ist, Internetprobleme macht. Das heißt, da war schon kritisch. Und danach hatten die dann einen anderen Spieler, der halt auf Geschäftsreise musste. Und dann konnten die halt die ganze Woche bis Sonntag nicht raiden. Und ja. Also die haben schon bei dem Boss ein bisschen gestruggelt, also die haben ja nicht so gut gespielt, wie die hätten spielen können. Dann kommt halt noch, na, wenn es schon scheiße läuft, kommt noch Ultra-Pech dazu. Ja. So, ja. Mein Endpunkt, wenn es halt so läuft, dann einfach abhaken. Ich meine, das ist ja auch ein sehr solidarer Haufen. Die meisten bleiben da eh zusammen und ja, so, wenn es halt mal scheiße läuft, einfach Augen zu, nächsten Content dann im Add-on, also nächstes Add-on. Ist ein bisschen schade, weil die das ganze Add-on, finde ich, sehr gut gespielt haben. Auch, man mimt die immer ein bisschen, weil die so viel raiden, aber an sich, die raiden in dem World-Rank-Bereich, wo die spielen, raiden die auch nicht mehr wie andere Gilden. Natürlich auch nicht viel weniger, aber sind eigentlich schon von der Leistung her immer solide gewesen, immer gut gespielt. Aber ja, ist ein bisschen unlucky, dass mal das Addon so beendet, obwohl es so gut angefangen hat, aber ich denke, da werden die schon drüber wegkommen, ne? Und dafür gibt es jetzt auch eine neue stabile Raute 2 seit letztem Content, ne? Ja, klar. Und das trotz Thürer. Ja. Okay, lassen wir so stehen, trotz Thürer. Ja, dann kommen wir zu Nonsens. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Ja, das quasi. Das englische Wort. Der Name ist Thürer zu verdanken übrigens. Mit dem S groß. Okay. Das wirst du uns dann vielleicht gleich ein bisschen was erklären können. Genau, Nonsense, das erste Mal in der Top 5 in Deutschland. Wahrscheinlich auch für euch das beste World-Ranking und das beste DE-Ranking. Wir haben Redix, wie gesagt, den Gilden und Raider da. Ja, gerne deine Einschätzung zum Progress deiner Gilde. Ich denke, da sind auch viele Fans im Chat, die gerade darauf warten, dass du etwas sagst. Naja, die ganze Gilde guckt. Machen alle schön Auge. Naja, also muss sagen, Content war sehr gut, hat der Raid sehr viel Spaß gemacht, auch den Leuten in der Gilde. Dementsprechend ist, denke ich, auch der Ranking ausgefallen. Die Leute hatten Bock, also
Wir hatten zum Beispiel bei Ensoft zwei Leute, die auf Mage rerollt haben und sowas. Corruption wurde eingekauft im AHA, das hat noch niemand angesprochen, das haben andere Gönn ja auch gemacht. Das war ein bisschen krass, finde ich, so im Vergleich zu anderen Contents, dass man das machen konnte mit den BOEs einkaufen, wie viel das Impact hat und so. Ja, gut, ansonsten, Boss-wise fand ich die eigentlich alle ganz cool. Ich glaube, keiner hat mich wirklich enttäuscht. Ja, so Sachen wie, dass die Egenov nicht gechanged haben, ich denke mal, das haben die einfach nicht gechanged, weil die halt den Boss sowieso schon zu schwer empfanden, wahrscheinlich. Und dann dachten sie, ja komm, lassen wir den so. Dann ist der wenigstens killbar für die meisten Gilden. Also das kann ich mir vorstellen, warum die den nicht gechanged haben. Ja, und auch, dass der Raden-Change kam, fand ich auch nicht zu früh. Ich meine, meine Gilde ist jetzt nicht super krass tryhard mit BOEs einkaufen gewesen. Und hätten wir da jetzt nicht den Nerf gehabt auf Raden, dann hätten wir da wahrscheinlich ultra den Struggle. Und das war schon, denke ich, ganz gut so, dass sie den Content so für uns getunt haben, würde ich mal sagen. Also so auf den Otto-Normalverbraucher, würde ich mal sagen. Dass man nicht so viel einkaufen BOEs, nicht so viel splitten musste oder so und trotzdem alles in moderaten Preis. Ich will dir gerade gar nicht so ins Wort fallen, aber da kommen wir gleich alles noch drauf zu sprechen, weil du haust gerade alles raus, was ich dich gleich noch fragen wollte. Es war gerade eher so ein bisschen nur deine persönliche Einschätzung der Gilde. Wie habt ihr gespielt? Habt ihr die Bosse so gekillt, wie du es vorgestellt hast? Gab es vielleicht das ein oder andere Problem? Ja, und, sorry, dass ich so viel. Na, alles gut, alles gut, alles gut. Ich wollte dir noch nicht einfach ins Wort fallen. Ja, gut. Ansonsten, Endo war cool. Da gab es zwar viel Hate wegen der Secret Phase, aber ich fand die eigentlich, war okay, war halt chillig, so zwischendurch. Mal ein bisschen relaxen, Beine hochlegen, ja, schon okay. Ansonsten, 150 Puls hatten wir drauf, das ist ja, glaube ich, so ähnlich wie noch von Sky-Niveau. Also, damit kann man eigentlich nur zufrieden sein. Gut, die hatten halt noch mehrere Tries gehabt, bevor der Cloak-Buff kam. Das hat auch viel Impact gehabt, denke ich mal. Naja, ansonsten will ich jetzt auch nicht zu viel erzählen, wenn du später noch Fragen hattest. Ja, werde ich auf jeden Fall noch drauf zurückkommen. Ja. Aber ja, sehr schön. Jo, dann Herb, mein Lieber. Anteil-Spreadsheet, wie immer Top 5 unterwegs. Deine Einschätzung zu der Gilde, wie habt ihr gespielt, performt, warst du zufrieden? Ja, also meine persönliche Meinung ist natürlich, man auf der 5 hinter Nonsense, die vorher noch nie da waren und im Nacken gefolgt von Dedicated Casuals, die uns echt auf der Hacken waren, haben wir den Content auf Deutsch gesagt richtig beschissen gespielt. Und die Vorbereitung von einzelnen Leuten, ich glaube, das war schlimmer als das Endergebnis. Also meine eigene Meinung hier ist, dass ich schwer enttäuscht bin. Okay, willst du da ein bisschen mehr drauf eingehen? Was sind so Sachen, weswegen du enttäuscht bist? Vorbereitung der gesamten Gilde? Oder was waren so, denkst du, die Probleme, die ihr hattet, wenn du sagst, du bist enttäuscht? Ja, wenn wir auch über Probleme reden und ich gerade den Pull-Counter aufhabe, dann kommen mir schon wieder Tränen in den Augen. Fang mal mit Boss 2 an. Boss 2? Ja, mit Maut willst du anfangen? Mhm. Da steht leider eine 18. Was ist da passiert? Bitte? Ja, du hast richtig gehört, 18. Wie das denn? Ja, wir haben leider den ganzen Content über Tank-Probleme gehabt. Habt ihr denn mit einem Tank gespielt? Ja. Ohne Tank. Kann man in der Tat so sagen, dass wir nur mit einem gespielt haben, weil er so oft Disconnect und Crashes hatte, dass uns das echt leider sehr viele Puls verschafft hat. Von das den Tankfällen natürlich abgesehen, so ein Boss wie Vexiona, da steht leider auch eine 32. Da haben Leute leider nicht verstanden, dass man Cooldowns bis 40% behalten sollte für die letzte Phase. Demnach sind wir da leider dann untergegangen. Und dann das größte Übel von den ganzen Bossen, Dressagard mit 78 Puls. Das ist schon eine dicke Hausnummer, ist, was uns halt sehr, sehr viel Zeit gekostet hat. Ilginot? Dressagard. Ah, okay. So. Mein Ilginot lag recht schnell in 27 Puls. Also denke ich, war noch ganz okay. Also die Bosse davor, vor Ansof, waren schon schlimm, würde ich sagen, ja. Lag so ein bisschen, ich glaube, du hattest beim letzten Raid-Talk gesagt, dass ihr gar nichts auf dem PTR getestet hattet. Ja, korrigiere genau. Mich bitte, wenn ich da
falls ich in Ordnung habe. Du hast gesagt, ihr habt gar nichts gesetzt auf dem PTR. Lag das so ein bisschen dann auch an mangelnder Vorbereitung diesbezüglich? Ja, mangelnde Vorbereitung kann man es natürlich nennen, klar. Hätten wir PTR alle gemeinsam gemacht, dann wäre mit Sicherheit mehr bei drumherum gekommen. Ich meine, wir haben einen Tag bevor Mythic offen war, haben wir actually geredet über Taktiken und verschiedene Sachen. Wir haben uns Videos angeguckt und kurz vor den Bossen nochmal Sachen besprochen. Und das hat sich angefühlt, als ob wir gegen Wände geredet haben, leider. Es ist jetzt auch ein bisschen, also eins möchte ich vorweg sagen, ne? Es soll jetzt hier niemand irgendwie öffentlich zur Schau gestellt werden oder sonstiges. Von daher, wenn du irgendwas nicht beantworten willst von meinen Fragen, kannst du es einfach ganz klipp und klar sagen. Ich habe jetzt halt so ein bisschen, in Anführungszeichen, mich informiert und habe gesehen, dass halt einige Spieler bei euch gegangen sind, viele neu gekommen sind. Ist jetzt gerade auch durch den letzten Content so einiges an Umstrukturierung in eurer Gilde? Ja, nach jedem Content kann man wohl damit rechnen, dass Leute gehen und neue kommen. Aber ich glaube, so schlimm wie diesen Content war es noch nicht. Wir haben jetzt, ich habe nicht die genaue Zahl, aber ich glaube 8 bis 10 Raider verloren, die auch wirklich den Unterschied gemacht haben. Das waren auch wirklich die guten Leute. Und naja, jetzt ist natürlich wieder Neuaufbau angesagt. Wir haben uns viele neue Leute geholt. Ja, müssen wir natürlich gucken, wie wir damit klarkommen, um zu schauen, ob wir die Qualität in Anführungszeichen unser Ranking behalten können mit Shadowlands. Wir natürlich schauen, ob wir das irgendwie geschaukelt kriegen. Bleibst du? Ja, ich bleibe in der Tat. Ich habe ein sehr, sehr gutes Angebot abgelehnt. Vermutlich das Beste, was ich kriegen würde. Was ich je kriegen werde. Aber ich habe so viel Arbeit und so viel Kraft in diese Gilde gesteckt, dass ich einfach ein schlechtes Gewissen hätte, wenn ich gehen würde. Okay. Wollt ihr auch irgendwas ändern? Also ändert sich irgendwas anderes, außer dass neue Leute kommen? Weil ich denke mir immer, ich finde es persönlich gut, dass ihr nicht. Ich dachte ja, ihr geht ripped, ne? Weil du warst ja auch auf Gildensuche. 5, 6 Leute waren auf Gildensuche. Einer ist zur Version gegangen. Dies, das. Aber meint ihr, müsst ihr irgendwas vielleicht an eurer Raid-Philosophie ändern, dass das vielleicht in Zukunft ein bisschen weniger stressig wird oder vielleicht ein bisschen weniger raiden und mehr vorbereiten oder sowas? Ja, natürlich, das ist keine Frage. Habt ihr da konkrete Pläne schon? Wir haben konkrete Pläne, die möchte ich natürlich nicht offenlegen, damit der Rest der Gilde das auf einmal hört und sich doch noch schnell was Neues sucht, falls ihnen das nicht gefällt. Aber wir haben intern im Offi-Team natürlich schon ein bisschen darüber gesprochen und es wurde auch gesagt, ja, das werden wir so definitiv machen. Wir haben nach jedem Content machen wir Raid-Umfragen immer, wie die Raider, die Member, denen der Raid gefallen hat, was für Kritik sie haben, was wir verbessern können, was ihnen nicht gefallen hat und ähnliches. Also wir werden definitiv umstrukturieren. Wir haben unser Ranking behalten mit einem Tag weniger in der ersten Woche und einen Tag weniger danach im Progress. Ich glaube, das ist schon mal ganz okay. Aber wie es jetzt gerade aussieht, kann es so auf keinen Fall weitergehen. Okay, danke für diese sehr ehrlichen Worte, auch dass du öffentlich dich zu der Gilde bekennst, finde ich sehr stark. Gerade wenn es halt mal nicht gut läuft, dann sieht man halt immer so ein bisschen, ne, wer, auf wen kann man sich verlassen, wer bleibt auch in schlechten Zeiten. Also das ist meine persönliche Meinung, ne? Auf jeden Fall Respekt dafür. Damit wir dir jetzt mal ein bisschen Luft zum Atmen geben. Ja, würde ich sagen, machen wir erstmal mit Relix weiter, der war ja eben schon komplett heiß und wollte losschießen. Ja, sorry. Nein, also ich finde das super. Ein bisschen frisches Blut im Raid Talk. Nächstes Mal müssen wir dann einen Spielplan geben, wie die Regeln sind. Ne? Alles gut. Was ich erzählen darf. Hedy, du darfst alles erzählen, was du willst. Ich hatte nicht gedacht, dass du direkt ein komplettes Recap raushaust. Ich wusste gar nicht mehr, was die Frage war. Also, da haben ja 3 Leute vorher geredet oder 4. Ja.
Okay, nicht Limit Was Champion. zu Raid sagen. Genau, richtig. Ja, richtig, genau. Ich würde so gern so jetzt so ein bisschen, das ist ja halt immer so die nächste Frage, so deine Einschätzung des Raids, wie fandest du ihn, Schwierigkeit, was war gut, was war schlecht, so ein bisschen so ein kleines Recap halt über die Bosse. Ja, gut, die ersten drei Bosse waren ja Entry-Bosse. Haben wir, glaube ich, so gut wie alle Gilden zuerst gemacht und dann sind sie HC gegangen, um zu splitten. Ja, macht ja auch Sinn. Bevor man im HC irgendwelche Sachen bekommt, die man dann später im Müffel glutet. Ja, danach die Bosse. Half mein Chadar, sehr easy. Fand ich eigentlich auch. Vor allem mit dieser Weak-Aura, den Strichen. Die hat ja sehr gecarried. Ja. War eigentlich easy. Vexiona war auch nicht so schwer. Oh Gott, die Weak-Aura von Relo. Ach je. Die kam ja genau an dem Raid-Tag raus, als wir am Boss standen. Erst wollte ich die von Big Dump Guild benutzen. Aber dann kam die von Relo und dann dachte ich mir, okay, die von Northman Sky muss besser sein. Ich hatte gar keine Ahnung, dass da so viele Sachen noch zu berücksichtigen sind. Wie zum Beispiel, dass das erste Vita bei der zweiten Lightning Orb zu lila muss und sowas. Und ach Gott, naja, darüber möchte ich nicht reden. Radem war auf jeden Fall Fiasko bei uns. Zu lang gebraucht. Gut vorbereitet. Restagraph war wiederum dann sehr gut vorbereitet. Ja, das ist irgendwie bei uns so ein bisschen random gewesen. Also, irgendwie hatte ich mal Bock, richtig vorzubereiten. Und manchmal hatte ich keinen Bock. Aber ich glaube, im nächsten Content muss ich da auch mal ein bisschen eher darauf achten, wirklich jeden einzelnen Boss gut vorzubereiten. Also du hast gerade öffentlich gesagt, da hattest mal Bock, dich vorzubereiten, dann hattest du mal irgendwann noch keinen Bock. Ja, ich wiederhole das nur. Die Carry, das schon dachte ich mir dann so zum Beispiel bei Raden, ne? Und dann ist man dort und dann plötzlich, oh fuck, das Carry doch nicht so krass, man muss doch ein bisschen mehr Ahnung haben. Also ja, ich bin halt nicht... Ich bin nicht der beste Vorbereiter, was das angeht. Ich finde es super, super geil gerade, weil du so ehrlich bist. Ja. Mach ruhig weiter. Also ich mache das ohne Probleme gerne, mal über mich schlecht zu reden. Also, ja, und gut. Dann kam Carapace, auch komplett abgefuckt, P2 komplett unterschätzt. Dann hatte ich erstmal komplett Burnout, weil ich dachte, ach du Scheiße, wieso sind wir im P2 so kacke, wieso schaffen wir das nicht? Andere Gilden sehen so easy aus und dann... habe ich erst gesehen, ach, es gibt sogar Gilden, die machen die P2 mit 2 Schilden nur. Und wir hatten Struggle bei 3 Schilden. Das kann ja gar nicht sein, dass das so ein Struggle war bei uns mit 3 Schilden, wenn andere Gilden das mit 2 Schilden packen. Weil ich habe da halt vorher bei Northman Sky gesehen, was sie da gemacht haben mit Mages vorblinken, Dark Combustion drücken und alles. Und ach, naja, gut. Aber Carapace war an sich dann auch einfach, wir hatten nur P2 dumm gespielt. Anfangs hatten wir zu wenig drauf geachtet, dass man die Schild-Timings einbehalten muss. Und das, ich weiß nicht, ob ich so überhaupt so in die Tiefe gehen soll, den Bossen. Mach ruhig. Alles gut. Ja, muss der Lani nachher weniger reden. Ja. Lani. Lief anfangs eher scheiße. Wir hatten dann ein Setup gespielt, was letztendlich nicht gespielt wurde am Anfang. Wir hatten dann noch 2 Milis mehr. P1 unterschätzt, hatten wir gesagt, okay, wir brauchen mehr Cleave, also Multi-Cleave, haben wir noch ein Shadow und Bollock mehr eingesteckt. Und dann war P1 auch easy, dann haben wir P2 schnell, P3 super schnell geprogressed, also P2 und P3 und die Secret Phase, die waren bei uns super nice. Also die Leute hatten, man hatte richtig gemerkt, wie die Leute Bock hatten, da hatten wir zum Beispiel JustPG, den Namen muss ich mal kurz hervorheben, der hatte... Kein Name-Calling, bitte. Achso, der hatte nicht mal ein Alt als Mage. Der hatte komplett frisch den Mage equipped. Also, der war nie HC dabei, nie Müffig mit dem Mage. Dann hat er den komplett neu equipped, BOEs eingekauft. Er hat 7 Millionen insgesamt ausgezahlt. Und letztendlich war er sogar besser equipped als alle anderen Mages, weil er halt so gerade getryhardet hatte. Er hatte nicht mal die Rang 1 Essenzen, teilweise Lucid Dream und sowas hatte der nur Rang 1. Also, richtig krass. Und ganz also kurz. Generell, da waren viele Leute, die einmal super halt hyped und ganz kurz sagen, was in eurer Gilden-Nachricht stand? Ja, so eine Gilden-Nachricht stand zwischenzeitlich auch, kopiert einfach den Northman Sky-Spieler, ne? Oder das meintest du wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, weil ich habe ja auch die Logs immer von denen genommen meistens. Oder von Limits Videos, weil die hatten mehr POIs zum Gucken. War Limit doch schon, der war auch Limit nachgespielt, ne? Ja. Gut. Ansonsten, Enzo war. Von dem ganzen Encounter, die wir gespielt hatten, war Enzo, glaube ich, der beste, den wir, bis auf P1, wo wir da anfangs ein bisschen Schere dran haben, von den Tries waren wir am Ende da die besten. Also, im Vergleich zu den anderen Bossen. Ja. Gut. Ja, das war... Achso, eine Sache noch. Ja, bitte. Es ist cool, dass man nicht mehr so viel RNG-lastige Sachen hat. Wie zum Beispiel bei Carabase, du kannst ja
wenn du wenn du das Absorbschild hast, dann kannst du das ja hinbaiten, je nachdem, in welche Richtung du schaust. Das ist ja komplett neu gewesen in diesem Content. Das gab es ja vorher gar nicht mit diesem Baiten. Oder bei Xanisha auch, wo die Orb hingeht. Das ist schon cool, dass die da so ein bisschen RNG weggenommen haben. Und dann kann man quasi durch das Spiel da können, kann man entscheiden, wo dann die Orbs landen, wo man dann pickt für Sanity und sowas. Also sau wenig RNG, glaube ich, bald. War ja bei... Aus den Encountern raus und ins Auction-Haus rein. Ja gut, okay. Das mit den Corruptions ist natürlich das RNG-lastige gewesen im Content. Naja, da kommen wir gleich noch dazu, Alter. Da gibt es ein paar Memes vom Content da. Ja, ja. Ach, okay. Wurde gerade übrigens gut. Auch die Gilden-Nachricht des Tages gelinkt im Chat. Generell seid ihr immer richtig, wenn ihr einfach nur Northern Sky-Spieler von eurer Klasse kopiert. Trinkets, ja, ja. Sense and Trades, jetzt oder auch Walker Flocks Analyse mit Das üblich. War unsere Message, genau. Aber ja, ehrlich, ne? Teilweise hatten sie dann die falschen Specs drin und dann denke ich mir halt, ich kann doch jetzt nicht bei jedem Einzelnen reingucken, was da für eine Spec spielt. Dann sollen die doch einfach mal das machen, was Northern Sky macht. Da habe ich mir halt gedacht, ne? Dass das dann halt so am einfachsten ist. Statt dass ich jedem Einzelnen überprüfe, aber. Parten dann trotzdem nicht die andere Waffe an als Demon Hunter. Naja. Man aber, kann nicht alle fangen. Aber hat ja trotzdem für Rode 4 gereicht. Jo. War schon auf jeden Fall sehr guter Content. Wird vielleicht auch besser. Ja. Also jetzt nicht von der E-Platzierung, aber World Rank. Ja, gut. So, ja, machen wir einfach weiter mit dem lieben Lennox. Ja. Deine, du hast ja auch immer eine recht kompakte, knackige Meinung zu den Bossen. Irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat oder so? Same as always. Wie heißt was? Der? Wen meinst du denn jetzt? Lennox. Mann, okay. Was war die Frage? Der Relix hat jetzt so lange geredet, ich habe vergessen, worum es geht. Wow. Ich wollte halt wissen, deine Einschätzung zu den Bossen. Okay, gibt es irgendwelche, die dir gut gefallen haben oder so same as always, so das normale Average? Das ja eben schon mal eben auch ganz kurz gereviewt. Also ich fand den Raid tatsächlich all in all wesentlich besser als Eternal Palace. Also kann es, glaube ich, ne, kann jeder für sich selber wissen. Aber ja, ich fand halt Carapace auch einen guten Boss. Also Carapace war, glaube ich, so der Boss, der mir persönlich am meisten Spaß gemacht hat, weil er tatsächlich echt rund war. Das Problem war einfach nur, dass er jetzt meiner Meinung nach ein bisschen zu einfach war. Also das P1-Tuning war irgendwie weird, was auch okay war, aber ich glaube, es hatte Blizzard auch selber gesagt, dass P1 denen ein bisschen zu easy war. Und P2 war auch, also der ganze Boss war einfach nicht schwer, aber ansonsten fand ich den Raid, ja, der Fußballboss, ich muss ganz ehrlich sagen, ist auch eine coole Idee und ich finde es auch lustig, aber dass man sich jede Woche die gleiche, also ich meine, ich glaube, die meisten von euch wipen da auch nicht, nicht mehr, aber trotzdem hat man immer so, wenn man den Boss pullt, jede Woche hat man immer so ein Gefühl. Also ich stehe da immer und denke mir, ey, bitte nicht, wirklich, ey, ich habe einfach keinen Bock da drauf. Und ansonsten ist der Raid, Vexiona war ein bisschen viel zu einfach, fand ich. Vexiona war echt eine Enttäuschung. Ich dachte, also ich wusste, dass Vexiona ein bisschen einfacher wird. Also jedenfalls hat man sich das wohl denken können, aber ich fand Vexiona, das waren ja irgendwie 8 Pulls oder so, also zwischen 10 und 20 für die meisten. Und das war ein bisschen underwhelming. Sonst, ja, Eginov. Ich muss ganz ehrlich sagen, Eginov fand ich ganz gut so, dass das so geblieben ist, weil ich hätte keinen Bock auf den Boss gehabt mit Dispellen. Aber ja, Enzo fand ich, ja, gleiche Meinung wie Ashara. Ich finde es irgendwie ein bisschen lame, wenn man so nicht so richtig den Boss fightet. Wobei, da haben sie es tatsächlich so ein bisschen noch ganz gut gelöst am Ende. So ab P2 fand ich Enzo tatsächlich sehr cool. Aber ja, weiß nicht. Gibt, glaube ich, nicht viel zu erzählen. Der Relix kann gerne noch mal was erzählen, wenn er mag. Ich mache jetzt Der Relo hat gerade geschrieben, Input-Lag bei Vexiona war geisteskrank geil. Wir hatten in der HC-Woche, mussten wir, glaube ich, 5-mal wipen, weil wir einfach Standbilder hatten für 5 Minuten oder so. Das ist einfach dumm. Also, das war nicht so geil. Mythic hatten wir die nicht mehr. Ja, Mythic war es gefixt. Das war, die hatten, ich hatte persönlich sogar, ich war kurz davor, Computer auszumachen, in der HC-Woche gab es im Game irgendwie so ein Memory-Lag oder so für bestimmte Hardware oder was, ich weiß nicht mehr ganz genau, woran es lag, aber für mich war das Spiel unspielbar. Ich hatte bei jedem Trashpack hatte ich komplett, also mein ist einfach gone gewesen alles. Und das haben sie, glaube ich, in der Woche darauf komplett gefixt, da ging wieder alles. Aber da war ich schon kurz davor, das Ding aus dem Fenster zu werfen. Das hatten, glaube ich, relativ viele Leute. Bei mir war ich der Einzige bei uns, aber ja. Nee, aber ansonsten
gibt nicht viel zu sagen. Content war tatsächlich okay für den letzten Content. Also, es fand ich in Ordnung. Ist auch, ich finde es gut, dass es einen Skip wieder gibt. Das macht mich sehr glücklich. Ja, die BOE-Sache ist halt so eine Sache. Aber ich fand's, können wir gleich drüber reden, aber ich fand's nicht so schlimm tatsächlich. Also, es war schlimm, aber es war jetzt nicht so schlimm. Okay. Korrekt, danke. Jo, dann Tyra, Ponky, so. Fangen wir mit Ponky an, eben haben wir mit Tyra angefangen, so, dass wir ein bisschen Abwechslung reinbringen in die DH-Runde. Deine Meinung zu den Bossen? Alles in allem fand ich so, die ersten Bosse waren halt ein Joke, ne? Also haben wir auch eigentlich so in wenig Puls alle gelegt. Mein persönlicher Lieblingsboss war auf jeden Fall Enzod, da hatte ich den meisten Spaß. Liegt aber auch daran, dass ich als DH Breath of the Dying, also die neue Essence, sehr mag. Deswegen mag ich Dressagard und Enzod besonders, weil man da halt sehr gut damit spielen kann. Auch einer der wenigen, glaube ich, die damit gespielt hatten, aber macht in meinen Augen immer noch am meisten Sinn bei den Bossen. Da hatte ich sehr viel Spaß, den habe ich auch sehr gut gespielt. Und ansonsten, auf Gilde gesehen, haben wir Enzod auch sehr gut gespielt. Die Pulse sprechen halt für sich. Und ja, ich glaube, uns als Gilde hat halt, Raden hätte halt, haben wir ja eben schon angesprochen, hätte uns super gelegen. Dadurch, dass halt Relo komplett mit Weak Auren halt carried, ne? Der carried halt nicht nur Limit zu World First, der carried halt auch uns mit den Weak Auren. Da haben wir halt immer einen sehr großen Vorteil. Dann war unter anderem halt auch, wir können uns halt dann auch aussuchen, wann Relo halt quasi diese Weak Auren öffentlich macht. Das haben wir dann auch extra nach unserer eigentlichen Konkurrenzgilde halt erst released. War ganz lustig, nachdem HND gekillt hat. Und ja, das ist halt ein riesen Vorteil gewesen, dass wir da halt Relo im Team haben, was Weak Auren angeht, was halt sehr viele Bosse eigentlich immer einfacher macht. Problem war jetzt bei Enzod, dass es kein Ashara war. Ashara hat halt auch Weak Auren und haben da sehr hart gecarried und bei Enzod jetzt eigentlich eher weniger. Das heißt, da hätten wir auf jeden Fall mehr rausholen können sogar noch, wenn da Weak Auren sehr stark gewesen wären. Aber ansonsten haben wir das eigentlich ganz gut gespielt. Ich finde es ja nice, dass er die überhaupt liegt und auch so schnell. Also die Go. Ja, es liegt aber meistens daran, dass Relo sonst so oft gespammt wird im Discord, wann es die Weak Auren gibt. Der wird da relativ viel belästigt von Leuten. Nicht nur Relo. Teilweise haben sogar Leute von uns Legendrien bekommen von irgendwelchen internationalen Gilden oder so, die halt unbedingt diese Weak Aura haben wollten, nachdem sie die bei uns gesehen haben. Das war schon ganz lustig. Das Einzige, wo uns ein bisschen, wo wir ein bisschen gebaitet worden sind, war bei Ilginos. Wir haben die ersten 9 Pulls mit Dispel gespielt, weil wir eben die Weak Aura dafür hatten. Dann haben wir den dann auch umgestellt auf einen Non-Dispel und haben den dann in den nächsten 9 Pulls getötet. Der hätte ein bisschen Zeit rausholen können, hätten wir direkt mit Non-Dispel gespielt, aber ansonsten, ja. Sag mal, kurze Frage, Türer. Wie kannst du dich so genau daran erinnern, dass ihr so und so viel Puls für das und das gebraucht habt? Merkst du dir das oder schreibst du das auf die Wand, oder? Wir haben halt nicht so viele Puls auf die Bots, deswegen kann man das ist recht überschaubar. Okay. Ich habe gerade auch die genaue Pulszahl von mir offen extra nochmal aufgerufen. Ja, das klang nur so random. War auch nicht irgendwie böse gemeint, überhaupt gar nicht. Ne, wir tätowieren uns auch eigentlich auf den Arm immer nach dem Content. Besser weil wir da so stolz drauf sind. Wir haben halt einen Content-Recap gemacht halt, ne? Und deswegen sind noch ein paar Puls im Kopf halt, was wir hätten spielen können. Ja, Ilginos war 9 mit Dispel-Taktik und 9 ohne Dispel-Taktik, um das jetzt nochmal hier in die Runde zu lassen. Ja, das war mir sehr wichtig, dass das nochmal gesagt wird, ja. Hätte ich gerne bis zu Ende mit Dispel gesehen. Das ist ein bisschen schade, ne? Ich persönlich hätte ihn selber nicht gerne mit Dispel gezockt, aber ich hätte gerne gesehen, wie alle anderen es hätten machen müssen. Ja. Wir haben es halt diese Woche mal gemacht, aber diese Woche kannst du halt nicht vergleichen. So. Wir haben den halt First Try mit zum ersten Mal Dispeln wieder gekillt. Weil wir es mal ändern wollten für die tollen, besseren Rankings, XD. Und ja, also unsere Heiler hatten halt auch eigentlich Bock darauf, aber ja, wir haben dann geswitcht, weil wir halt gesehen haben, dass halt alle die Taktik jetzt fahren und wir dachten, ja gut, wird schon so seine Begründung haben. Ich meine, wir hätten es wahrscheinlich auch in insgesamt mehr Puls dann mit Dispel-Taktik geschafft, da gehe ich ganz stark davon aus, weil wir hatten halt auch eine gute Weak Aura schon direkt dafür und unsere Healer sind halt eh auf Zack, was das angeht und die Leute halt auch selbst. Und vor allem auch Zenfi carried das halt auch, der kann da auch die Ansagen halt komplett machen, da wer gedispelt werden soll und was nicht. Also ich glaube, dass wenn es diese Non-Dispel-Takt nicht gegeben hätte, wäre das zum Beispiel auch wieder ein Boss gewesen, wo wir uns abgesetzt hätten von der Masse, weil ich uns das gut zutraue, dass wir das hinbekommen. Wir haben es, wie gesagt, auch erst getried und es sah sogar schon ganz okay aus mit Dispel, die paar Tries, die wir hatten. Nur dann haben wir im Endeffekt doch trotzdem gewechselt. Ja. Ja, also ich hatte, glaube ich, weiß nicht, ob das bei euch im Reek... war das noch ein Progress bei dir, bei euch, Next?
Ich glaube, ihr habt ja auch mit, ihr habt Diesfeld, ne? Weil ihr Schiss hattet, glaube ich, dass sie das fixen. Das macht ja auch Sinn. Und ich glaube, das war, glaube ich, sogar der Tag, an dem Fat Shark gekillt hat. Ich weiß gar nicht genau. Ich will auch nicht irgendwie drauf rumreiten, keine Sorge. Aber du hast da in die Tischkante fast gebissen, weil ihr da irgendwie gestruggelt habt. Weil einfach kann halt passieren bei der Taktik, ist halt so. Und da habe ich mich echt, da habe ich einen Santa Maria in die Luft gerufen, dass ich das nicht zocken muss, weil danach warte dann irgendwie dann noch Baradin oder so. Das war ein dunkler Tag, so hat sich das angefühlt. Aber das, wenn man das sieht, dann ist man ganz froh, dass man das nicht machen musste. Habt ihr das mittlerweile eigentlich? Spielt ihr das immer noch? Also spielt Diesbett jetzt oder zockt ihr dann? Jetzt nach dem Nerf ist das mit Diesbett halt fünfmal einfacher. Achso, ja, stimmt, also die haben den Nerf, naja. Okay. Du merkst das halt gar nicht mehr. Keine Ahnung, kannst ja 3 bis 4 jetzt gleichzeitig Diesbett mit einem Cooldown, also das ist super easy. Aber also was halt bei Ilgin auf das Problem war, und das war halt dieser Boss, den ihr halt alle haben wolltet, ja. Das war der Boss, der dreistellig gewesen wäre oder Richtung dreistellig, der sehr auf individuelles Können abgezielt hat. So, Derek kann da gleich mal das aus Heiler Point of View erzählen. Gerne. Der war Healing-wise on the Edge, der war Damage-wise on the Edge. Wir haben den nur mit Vantus-Rune, ich glaube, 15 Sekunden im Enrage gekillt in der ersten ID. Auch weil wir Corruption-technisch nicht so gut waren wie die Gilden vor uns, aber das war auch ein Boss, wo wir in ID 2 probiert haben, den Boss eben ohne Discipline zu spielen und dann recht schnell wieder auf das umgestellt haben, was wir eigentlich können, weil macht man ja eigentlich, wenn man es eingespielt hat. Und einfach, dass wir die Vantus-Rune nicht mehr hatten, war halt dann auch so, dass der Boss Berserkt ist in der Rekilled-ID. Und das war dann die ID, glaube ich, in der Northern Sky in den Boss gekommen ist. Und das war halt mit Dispel, vor allen Dingen mit Mind Control, ein Boss, der ganzheckig schwieriger ist als all das, was sonst in der Instanz von Soft steht. Ja, und gut, Carapace ID 1 war der Knacke. Ich habe ID 2 bei Carapace schon einen Joke. So, das ist halt so. Die haben den halt auf ID 1 getuned. Aber ja, also Derek, erzähl du einfach mal, wie ihr Heiler das gemacht habt. Ich glaube, das ist das Interessanteste bei dem Boss. Ja, schlimmster Boss, den ich je gespielt habe. ja, wie haben wir das gemacht? Wir haben mit 4 Mann die ganze Zeit dazwischen gelabert, was Nex unglaublich angepisst hat. Deswegen haben wir uns irgendwann entschieden, uns in den Discord-Channel zu setzen und während wir im Teamspeak waren, gleichzeitig im Discord zu labern, damit wir Nex nicht die ganze Zeit dazwischen reden. Wir mussten unglaublich viel aufpassen, dass wir nicht 4 Stück tätig dispeln, weil das einfach in der ersten ID ein Insta-Kill war. Wir mussten unglaublich viel auf einzelne passen, weil ich glaube, ihr kennt das ja alle, wenn du über einen Beam springst, kriegst du einen Tick trotzdem. Wenn du irgendwo in der Ecke stehst, dann bist du nicht in Range. Das war alles nicht so einfach. Ja, wir haben es mehr oder weniger ganz gut geyolot. Du musstest halt viele Dispels snipen. Und was in der ersten ID halt noch ein Ding war, was halt super großen Impact hatte, waren halt Blood Decays, ne? Also Echoing Void Blood Decays mit AMS zu jedem Debuff-Set haben halt einen unglaublich großen RNG-Faktor da reingebracht, weil wenn du halt 2-3 Debuffs immunst bei jedem Set und wahrscheinlich mehr als 4 immunst vom ersten Organ und vom dritten Organ, dann war der Try halt 100-mal einfacher, wie wenn du es nicht gemacht hast. Und das war schon so Boss, also fühle ich mich nicht gut, wenn ich jetzt sehe, wie die Leute da ohne Dispel spielen, einfach weil es komplettes Snoozefest ist. Ich finde Weak Aura und so carried auch alles gar nicht so hart. Wir haben meistens halt geguckt, das Einzige, was du wirklich brauchst, war halt einen Timer, sobald die Leute einmal groß geworden sind, dass du dann dispeln kannst, aber die ersten Dispels waren halt viel wichtiger in der ersten ID, als die jetzt die hinteren Dispels. Ja, und sonst, Healing-wise, ich meine, Doppelpala war halt big. Kannst nirgendwo stacken, also bringt dir die Barrier quasi nur vor den Organen was. Dann kannst du dann einmal mit den Leuten, die keinen Debuff haben, stacken. Shaman oder so war alles nutzlos. Pala war gut. Damage-wise war, glaube ich, actually das größte Problem. Wenn du es einmal raus hast, wie du dispelst, dann geht das halt ganz gut, aber hilft dir alles nichts, wenn du dann am Ende so hart struggles, dass du einfach gute Pulls vom Damage her wegschmeißt, weil du komplett alle Debuffs bekommst und schlechte Pulls halt bis zum Ende spielst, weil du dann gutes RNG mit Debuffs hast. Das war schon nicht so geiler Boss.
Ja, wir hatten halt auch mal einen Pull, der ging, ich glaube, 10-26 oder so. Und der Boss war halt nicht tot. Also der war halt 26 und Berserk und wir hatten einfach nicht genug Damage dafür. Ja, und keine Ahnung, das ist halt auch super knapp. Also wir haben auch immer noch eine Main-Eule, die keine Infinite Stars hat. Also ist bei dem Boss jetzt nicht ganz so wild wegen dem Ende, aber es ist halt, also der Unterschied zwischen Bara und mir war in der ersten oder nach der zweiten Woche, glaube ich, 15 bis 20 DPS. Oh, rein Single-Target. Was halt auch bei Carapace kannst gar nicht den reinnehmen. Auch in der ersten ID bei Ilginov oder die ersten zwei Phasen. Da kann er gar nicht hinterherkommen, wo wir gleich gut spielen. Und das ist halt super dämlich. Ja, und das ist halt auch so ein bisschen das Corruption-Ding. Und ich hatte das auch schon mal erzählt, dass wir, ich glaube, wir sind bei 4 Bossen bei unter 1% gewiped. Das machen wir normalerweise, wenn dann beim Endboss oder also bei 1 bis 2 Bossen ist, glaube ich, normal, aber bei 4 Bossen ist schon komisch, ja. Ich meine, klar, Carapace ist auch ausgelegt, aber. Also, es ist halt für uns ein bisschen blöd, weil gefühlt, das soll jetzt auch nicht abgehoben sein oder so, aber ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen. Gefühlt haben wir die Boss halt eine ganze Ecke anders gespielt oder erlebt, halt auch wegen der Daytime-Geschichte. Ne? Hätten wir wie Fetchwerk jetzt abends geradet, habe ich auch schon mit Tyra mal besprochen, hätten wir wahrscheinlich auch weniger Puls gebraucht. Ne? Oder hätten wir nicht Just Sugar for Method killen wollen und hätten einfach Heroic gesplittet, hätten wir auch weniger Puls gebraucht. Und wir wären vom Ergebnis her vielleicht schneller, keine Ahnung, aber auch schneller gewesen, aber dadurch, dass du halt Daytime Raid ist und nicht dieses Boss vorbereiten hast und nicht siehst, wie man es in Anführungszeichen einfach macht, sondern einfach dein Ding machst, ist das ein ganz anderer Raid gewesen, weil der Raid auch, jeder Boss ist einfach nur Damage. Ja, und Damage trivialisiert alles. Ilginoth, Raden, Vexiona, Carapace, Zoth, alles Damage-Encounter, ja, das ist nicht, du musst ein bisschen Brain haben für Soaken oder für Intermissions oder so, ein Plan. Von daher ist, aus unserer Sicht die Ini schon wird. Auch gerade Prestergaard, ne, wenn du bedenkst, wie viel Corruption ausgemacht hat, Limit geht da hin und klatscht den 18 Tries um, dann denkt sich natürlich Aversion, naja gut, wenn die das so schnell hinbekommen, dann passt das. Dann gucken wir mal, was Limit schon für Gear am Start hatte, halt wegen den BOEs mit ihrem 250 Millionen Gold Budget. Und ja, dann hat sich's mal ganz schnell ausgelebt, ne, den Traum. Ja, also wir hatten bei Drastagas 88 Puls, haben dann, weiß nicht um wie viel Uhr, gesagt, okay, wir hören jetzt auf, nachdem wir einen 14% Wipe hatten, wo wir auch dann den Boss so gespielt haben, dass es halt, wo man halt sagen muss, okay, da muss der Boss eigentlich tot sein. Ja, genau. Also wir haben den Boss quasi ein paar Mal durchgespielt. Dann haben wir die Heroic Splits gemacht und der nächste Pull war ein One-Shot. Weil der Boss dann einfach ist halt dann wie Heroic, ne? Also wir wussten genau, wie wir spielen mussten, hatten auch das mit den guten Timings gesehen bei Limit, wie die das gemacht hatten und dann überfährst du halt einfach einen Boss, weil alles auf DPS gezielt ist. Ja, und das war natürlich von unserer Seite halt dann, okay, Lektion gelernt. Aber, keine Ahnung. Aber deswegen ist das halt jetzt auch für uns, also ich habe mir das auch angeguckt, Nehmer macht Druck. Ja, das ist jetzt auch eine deutsche Gilde, die ist immer so um die Top 10 herum. Und die killen halt an einem Tag Drastagard und Raden im Progress. Wo du dir halt bei uns denkst, okay, das sind zwei andere Bosse, ja. Aber gut. Was willst du machen? Gearing ist ja auch nur noch schlimmer geworden. Dass wenn man Auction House mal außen vor lässt, hast du halt noch mehr RNG jede Woche durch extra Corruptions. Vor allem, dass viele Leute, die in der ersten Woche echt gestruggelt haben, überhaupt die Corruption auf ein vernünftiges Level zu bringen, dass du überhaupt irgendwie an irgendwelche Grenzen kommen würdest in Richtung 40 Corruption mit sinnvollen Items. Da hilft natürlich jeder Reset, wo du ein safes, corruptedes Item aus der Chest bekommst, außer du bist Barra und kriegst eine Conch. Das macht halt super viel aus. Also, zweiter ID, glaube ich, vom Damage her, waren alle Bosse weitaus entspannter. Auch Ilginov haben wir eigentlich schneller getötet. Trotz keine Wand des Rune. Allein das ist halt schon ein Riesenfaktor, wenn man sich das mal überlegt, dass wir da 4-5% mehr Damage quasi haben, dass wir den Boss schneller töten ohne Wand des Rune und Echoing Void auf einem Tank DK verlieren. Der Tank DK muss den Boss spielen. Also, das war geil. Also könnte ich das so vorstellen? Sorry, wenn ich hier kurz dazwischen gehe. Erster ID, Vantus-Rune. Zweiter ID, keine Vantus-Rune, aber mehr Gear. Gleicher Damage bei Ilginov. Dritter ID, Echoing Void weg. Und dann Tank Decay auf Frost Decay und quasi immer noch gleichen Damage. Das war Banane. Hatte ich noch nie gehabt. Ein Boss, wo du drei IDs denselben Damage hast.
Man hat nicht gemerkt, dass man irgendwie mehr Gear bekommen hat oder mehr Blast oder was auch immer. Probiert. Ja, maximal auf einzelnen Chars halt. Und das waren halt die lucky sein mussten. Können wir in dem Zusammenhang mal ganz kurz darüber reden, was in der ersten ID für Magie passiert ist? Airdrops in Deutschland. Also man muss ja sagen, ich will das nur eine Einführung machen, dann kann Ponky das gerne ausführen, weil die Magie ist auf seinem Stream entstanden. Ganz Deutschland, und ich glaube, da sind noch ganz viele hier von dem Chat, von dem Teamspeak, die dabei waren, noch vom Chat, die dann, wie die Penner die Pfandflaschen suchen, Airdrops gesucht haben und das auf einer koordinierten Weise, die du so mit allen deutschen Gilden nicht mehr zusammenbekommst, ne? Das war mein favorite moment so für die deutschen, oder für das Zusammenarbeiten der Gilden. Außer mir, ich habe das Langischens gemacht, ne? Und Zusammenarbeiten konnte man das von dir ja nicht nennen. Sagst, bist einmal kurz weg, mal, und dann hörst du im Teams, wie komm, da ist der Nix an der Kiste. Der macht gar keine World Quiz. Ich habe World Quiz gemacht, habe gesehen, wo sie gespawnt sind, aber ich habe es nicht aufgemacht. Ponge, wie war das denn? Stichwort Alarm in Zuldasar. Ja. Wir haben halt irgendwann in Northern Sky hatten wir halt, so sind wir auf den Trichter gekommen, dass aus den Airdrops halt irgendwie, dass eine höhere Chance hat, Corrupted Items zu droppen oder generell ganz gut Corrupted. Dann sind wir intern erst rumgegangen, wir hatten halt nebenbei halt auch zwei Streams am Laufen, deswegen ist das so ein bisschen nach außen geschwappt. Dann haben wir halt mit so einer, glaube kleineren Gruppe von 10 Northern Sky Leuten oder 15 Northern Sky Leuten, sind wir halt durch die Welt geflogen, haben Airdrops gesucht. Dann irgendwann waren wir dann 40-Mann-Raid mit auch ganz vielen anderen deutschen Gilden dabei. Und dann sind wir halt in jedem Gebiet hatten wir halt einen Warlock und mindestens zwei Leute, die halt immer nur auf Airdrops gewartet haben. Sobald einer da war, haben wir Alarm in dem und dem Gebiet gesagt, haben direkt alle Leute reingeportet, zusammen Airdrops geöffnet, 40 Mann, und da dann halt die Corruptions gut rausgezogen, weil das war halt noch ganz am Anfang von dem Patch. Und ja, das einzige andere, was man da gemacht hatte, um irgendwie auf Corruptions hoffen zu können, war Mystic Plus spielen. Und ja, da weiß jeder selbst, so eine Mystic Plus gibt nicht so gut Corruptions. Und dann haben halt die Leute ganz viele blaue Items angehabt auf einmal mit ganz vielen verschiedenen Corruptions. Ich denke mal, da kann Nex auch viel zu sagen. Der hat da ganz gut rausgezogen auf jeden Fall in der ID. Ja, das gibt einen Finger nochmal an Nex an der Stelle. Ja, das war gut. Also ich hab, glaube ich, zu dir gehostet. Und dann um 2 Uhr nachts, also ist alles zwischen 2 und 5 Uhr nachts passiert, muss man dazu sagen. Ja, und dann kam die erste Kiste und dann haben die Jungs sich immer geopfert. Die haben immer ein Opferlamm genommen. Stimmt. Und dann bin ich nach ganz oben geflogen als Druid und hab mich fallen lassen auf der Kiste, bin auf der Kiste gestorben, wurde gerest und hab Twilight Devastation 3 rausgezogen. Und ja, dann ging das halt so seinen Weg und dann kamen, glaube ich, 5 aus meiner Gilde dazu. Ich glaube, Herb war auch dann noch dabei. Ich weiß nicht, ob er von Nonsense dabei war. Das war, auf jeden Fall ging das dann sehr schnell und 40 Mann, weiß nicht, hatte sehr viel Spaß in der Nacht, aber gut. Auch die ganzen Statusberichte, während man auf die Kisten gewartet hat, dann haben dann die Leute Statusberichte aus ihren Gebieten gemacht, wie da das Wetter wäre. So, zu sah leicht die Prise oder Woldun stürmisch. Ja. Keine Airdrops in Sicht, das war so eine Banane, ne? Also ja. Enzo hat nicht nur die Items corrupted, er hat auch unsere Gehirne corrupted auf jeden Fall. Ja, da müssen wir fast das Bild vom Doc zeigen, Alter. Enzo Doc. Ja, haben wir auf jeden Fall wieder ein bisschen Background erfahren, was die Raider dann von 2 bis 5 Uhr morgens gemacht haben. Herb, du wärst noch ausstehender, was die Einschätzung der Bosse geht. Wie hat es dir gefallen? Was war gut, was war nicht so gut im Raid? Ja, die Bosse an sich, die haben eigentlich ganz gut gefallen. Man konnte als Schurke definitiv auch mal zwischendurch Gesetzlosigkeit spielen und ich denke, es gab viele verschiedene Builds dieses Tier auf jeden Fall. Aber natürlich, was Boss-Damage angeht, hat er natürlich einzeln vorgestochen, wie sonst auch immer. Aber an sich so fand ich die Bosse eigentlich ganz in Ordnung, denke ich. Ja, das war kompakt. Gut. Ja, alle, die Bosse so gut fandet. Unglaublich für mich. Bitte? Dass ihr die Bosse alle so toll fandet. Ja. Also ich kann mir die Liste der Bosse nur durchgehen und ich glaube, es gibt irgendwie einen Boss, den ich so als halbwegs okay empfinde, das ist Xanish. Das ist einfach nur, weil die Mechanik neu war. Die war jetzt nicht cool oder irgendwie in irgendeiner Art und Weise gut, aber die war halt neu und gab viel lustige Situationen da bei dem Boss bei uns, deswegen ist er mir vielleicht ein bisschen positiv
immer im Hinterkopf geblieben, aber ich so, vor allem mir die Early-Bosse angucke, zum Beispiel Skitra ist der größte Design-Failer, den Blizzard seit langem hatte. Dass den Boss in der vierten ID oder so buffen müssen, weil du den so hart aus dem Leben trittst, dass der Boss gar keine Fähigkeiten mehr machen kann, ist echt traurig. Also ja. Next hat es ja eben auch schon kurz angesprochen, wie das Raid hier mit steigendem Damage zu einem riesigen Witz wird, ist schon echt krass. Also das gab's dieses Addon ja schon mehrfach, aber noch nicht so schnell. Aber kannst du halt auch bei so einem Boss, bei so einem Raid mit 12 Bossen nicht viel erwarten von den ersten 4 oder 5, ne? Ist halt einfach so. Aber dafür war Wrathion, glaube ich, der schwierigste erste Boss der ganzen Expansion. Ich nehme mal an, weil das BOE-Farmen irgendwie ein bisschen unterbinden wollten. Aber. Fandst du Wrathion schwerer als deine Palace hier Commander? Ja. Ja? Okay. Also ich guck mal kurz auf meine Tattoos, also bei Commander haben wir glaube ich einen Vibe und bei Wrathion keinen, also ich will dagegen sprechen. Okay, danke dir, Ponky. Genau, das wollte ich sagen. Nee, aber Wrathion war schon schwerer als Maut und, wobei, nee, irgendeiner hatte 20 Puls bei Maut, wer war das? Ja, das war aber One Tank, das zählt nicht. Ah ja, okay. Ja, das war leider One Tank. German Internet Strikes Again, yes. Ja, nehmen wir es Probleme. Ich fand Radan eigentlich einen ziemlich guten Boss. Radan war gut, ja. Radan war gut. Weil der einzige Boss, wo ich sage, das fühlt sich wie ein kompletter und eigentlich gut gebalancer Boss, dann der einfach nur durch Weak auch ein bisschen trivialisiert wurde. Aber sonst, der hat eigentlich keine Mechanik gehabt, die irgendwie unnötig war und auch nichts, was irgendwie dich komplett hätte. Einzige, was bei Radan halt Schweinescheiße war, fand ich, war letzte Phase. Es hat absolut, also die Mythic Ability, die dazu kam, war einfach, ich weiß nicht, hat irgendwie nicht in den Boss reingepasst. So, zum Beispiel, wenn du DH warst oder so, dann hast du halt gebetet, ne? War einfach, habt ihr den Boss noch mit Reset gespielt? Nee. Oder ohne? Nee. Ja, okay. Gut, das ändert natürlich einiges an der Auffassung vom Boss. Also ja, klar. Mit Warlock Reset war der Boss halt ein Witz. Ja, wir standen da halt und haben den Boss rausgezogen und den Boss rausgezogen und den Boss rausgezogen und nach irgendwie 7 Mal oder so ging's dann los. Und wenn dann einer irgendwie verkackt oder so, dann ist sie erst überhaupt nicht gestorben. Also, es war hochinteressant. Das war hier. Also, mach du. Sorry. Nee, mach du schon. Ja, fertig. Das ist halt wie bei Dr. Strange Dormammu. I've come to bargain again. Oder wie auch immer. Der hat halt immer die gleiche Line gesagt, wenn du ihn gepult hast. Und irgendwann war das halt der Dr. Strange Boss, ne? Also, das war legit immer wieder das Gleiche. Und naja. Aber an sich bin ich da auch eher bei den Jungs und finde den einen guten Boss, weil der halt fast-paced war und der ganze Fight die ganze Zeit so ein bisschen Backhand-mäßig war. Und das mit dieser Mythic Ability. Die haben die 5-mal gechanged, also die wussten legit nicht, was sie mit dem Boss machen sollen. Die haben gesehen. Da bin ich auch ganz bei dir, also das hat sich nicht fertig angefühlt. Das hat aber keinen Sinn gemacht, weil es gab keine Mechanik, wo du gezielt quasi, außer die Voids, die aber relativ viel Damage gemacht haben, soweit ich mich richtig erinnere, dieses Void Eruption hieß das oder so, gab auch nichts, wo du dich einfach mal reinstellen kannst, ne? Also du hättest da entweder Bonds bekommen oder hast gehofft, dass du generell Damage kriegst oder keinen Absorb-Pox oder was auch immer. Oder ich glaube, die Hälfte von uns hat auch angefangen, sich Sachen wegzuklicken dann Marco. Einfach weird. Heiler Life ist interessant mittlerweile. Ja. Fühlt mich bei dem Boss mit Leech, muss ich alles ausziehen. Ja, das ist es halt. Wenn du gutes Gear hast, bist du halt bestraft quasi. Oder wenn du geil zockst quasi oder viel heals oder was auch immer. Ich glaube, im World Raid sind wir letzte Woche bei dem Boss fast gewiped. Da hat der Hori Demon Hunter gespielt, hat eine Meta geprockt, gerade als der Boss den Strike macht. Ist halt mit dem Meta-Heal dann auf 1,3 Millionen HP hochgegangen. Und ja, dann halt für 1,3 Millionen getickt, ne? Mit dem Dot. Also hat sich interessant gespielt am Ende. Ich glaube, wir haben den mit 2 Leuten live dann gekillt, weil kein Reds mehr. Und die sind nacheinander umgefallen danach. Keine Tanks mehr. Und dann haben es, glaube ich, 2 Mages noch Ende gebracht im Block. Ja, ich glaube, das ging vielen so, ja. Ja, also von der First ID Impression würde ich sagen, der beste Boss der Instanz war Carapace in ID 1. Der war so, wie er sein musste. Vielleicht ein Ticken zu einfach, weil wir ihn ohne Vantus Runde spielen mussten. Also im Vergleich, wie der Boss jetzt ist, ich glaube, man killt ihn jetzt nach. Ich weiß noch gar nicht, nach welcher Infinite Darkness, aber damals war der Boss halt wirklich auf diese letzte Ecke getuned, dass man also in den letzten Bereich gehen musste.
Und ja. Aber naja. Wo man auch im Nachhinein sagen muss, wenn man es wirklich auf den Boss hätte anlegen wollen, Blood Decay und Immunities sind halt lächerlich stark bei dem Boss auch da wieder gewesen. Also Echoing Void Decay hat halt bei dem Boss was, 90-100k DPS durchgehend gefahren, mit den ganzen Ads etc., die da waren, hat unglaublich viel geholfen bei der Gruppe, die, was war das, rechts bei Limit, glaube ich, gegangen ist, weil er einfach so gut cleaven konnte. Und mit Immunities ist Sanity halt quasi komplett egal gewesen. Ich glaube, ich war im ganzen Progress nicht einmal übernommen. Einfach weil du 30 Sanity in der letzten Phase komplett gainst, weil du den Sanity Drain von der Infinite Darkness einfach immunst. Also ich glaube, das ist auch mehr oder weniger schon komisch gewesen, dass wir da halt auf Loot gehen konnten bei dem Boss. Was wir ja definitiv ein bisschen gemacht haben. Also wir hatten alle Mages drinne. Hatten noch einen Warlock oder zwei Warlocks drinnen, die halt auch nicht besonders toll bei dem Boss waren. Der Curry Pass jetzt, oder wie? Ja. Na, ich meine, wie gesagt, Limit ist. Also mich hat es halt gewundert, weil bei Zakul hat Limit ja auch schon in Sen gespielt mit Max draußen. Und obwohl die in Sen gespielt haben, haben die 160 Tries gebraucht. Und dann gehen die zu Curry Pass und machen den mit 65. Also ich denke, da war komplett. Ja, P1, du konntest halt P1 auf. Ich meine, allein, dass man P1 zum Teil, also schon im Progress Damage stoppen musste, wegen den Timings von den Mages, dass sie wieder Recombustion ready bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das bei Limit und bei euch jetzt schon so war, aber wir zum Beispiel, wir mussten Damage Stops machen, damit es mit Timings ausgeht. Das heißt, die Phase geht nicht mal lang genug, dass man einfach nur alles kurz randomly tötet. Du musst eigentlich keine große Einteilung machen. Natürlich, du hast hinten und vorne eingeteilt, wer die Cases macht, bla, bla, aber das war so wenig Effort, dass du irgendwie nach 5-6 Tries schon dich auf P2 konzentriert hast, dann hast du da mit 2-3-4 Tries die Dinger weggeblastet, mit den CDs richtig angeteilt, und dann warst du schon P3 und ab dann hast du schon eigentlich P3 geübt, überwiegend, ne? Bist dann auf P2 gewiped und dann ab und zu mal, ja, wenn man der Damage nicht gepasst hat, weil das war ein bisschen tighter, aber overall war das ja ein kompletter Clown-Boss eigentlich für den vorletzten Boss. Overall ein feiner Boss, aber hätten die Gases mehr AP gehabt, hätten die Dinger, die horrific Dinger an den Tentakeln mehr Leben gehabt, irgendwie so, dass man wirklich mal eine vernünftige Einteilung machen müsste, dann wären wir doch mal bei über 100 Puls, wenn man nicht in jedem zweiten Try schon P3 kommt, einfach nur noch mit Muscle Memory und dem komplett gescripteten Fight einfach das üben muss, wie man dann die Gases so nutzt, sondern ein bisschen länger braucht, um überhaupt dahin zu kommen. Also ich genauso. Ja. Wie gesagt, Limit hat schon Zakul ultra gut gespielt für damalige Verhältnisse und die haben 160 Tries reingepumpt. So, und jetzt spielen die halt genauso gut einen Boss und sind damit 100 Tries weniger. Das ist halt. Nee. Also, wir haben P1 Damage stoppt aus einem anderen Grund. Wir haben einfach jedes Mal quasi dann schon pushen können, als wir gerade Mindbombs bekommen. Und die haben halt immer abgewartet, weil die Leute ja nochmal Sanity Refresh bekommen, wenn die durch den Tunnel laufen und du natürlich niemanden haben willst, der mit der Mindbomb oben steht und dann 10 Sekunden später da ist, weil dann einfach Damage irgendwo fehlt. Aber darauf haben wir halt wirklich jedes einzelne Mal gepusht. Ich weiß auch nicht, was sie sich bei dem Boss wieder gedacht haben, was das Targeting von den Mindbombs angeht. Ich glaube, da haben sie irgendwann über die letzten 2 Wochen auch nochmal was geändert. Aber ich glaube, erste ID haben wir uns die Holy Paladine die Mindbombs abwechselnd von Pull zu Pull gereicht. Also ich glaube, ich habe mal 5 Pulls in Folge bekommen, dann Attack mal welche in Folge bekommen. Ab und zu haben Full und Dreun mal vereinzelt welche bekommen, glaube ich, ganz am Anfang, aber habe ich nicht verstanden, was das für ein Targeting-System bei den Mindbombs war. Das waren so Sets, ne? Das war auch immer so, wenn ich die hatte, wusste ich ganz genau, wer die anderen Mindbombs hat. Das war ganz weird. Also auch bei Enzo fand ich auch, dass man das AP2, wo man quasi mit dem ganzen Raid oben ist, hat man auch fast immer die gleichen Leute gehabt, mit denen man Paranoia hatte, wobei das kann ich mir auch einbilden, aber. Ja. Da auch aber, null RNG oder so dabei bei dem Fight, komplett geskriptete P1, das hat halt, das musstest du einmal spielen, dann kannst du alles. Da war null, was Tyra auch schon meinte, du musstest gar nicht nachdenken, du hast einfach die Gazes instant gekickt, hast einfach durch alles durchgeblastet, hast den Boss gehauen und solange du nicht irgendwie 3 Leute hattest, die eingeschlafen sind während dem Spielen, konntest du nirgendwo dran wipen P1. Es geht einfach gar nicht. Also du konntest wirklich sterben am Anfang, wenn du schlecht gekickt hast, weil dich die Gazes dann einfach weglasern. Also hast du gar keine andere Wahl, als sie zu kicken. Und dann konntest du ja nur noch Sanity sein. Und ich glaube,
Wir haben irgendwie im Press so viele Orbs von irgendwelchen Membranes da despawnen lassen, weil die einfach niemand gebraucht hat. Also ich glaube, das Einzige, wo du wirklich dran wipen konntest, ist, wenn jemand so blöd war, mit der Mindbombe auf den Cloak zu drücken und am Flug da irgendwelchen Leuten die letzte Sanity abgezogen hat oder so. Das waren unsere einzigen Wipes bei dem Boss. Ja. Mein P3 war schon fein genug, ne? Also gerade für euch jetzt so oder für Limit und Message so. Vom Tuning aber P3 schon fein. Und auch, finde ich, schwer genug und war halt immer noch gescriptet, aber waren schon ein paar kritische Timings, ne? Gerade das zweite Gate sehr kritisch, weil da eben Slam-Up-Warten into Bait mit Mindbomb drauf und dann Porten und 5 Sekunden spreaden. So, war schon fein, aber wie gesagt, P2 hast du zum Teil die Sanity nicht gebraucht und wenn du es mit den CDs raus hattest, Match gestackt hast, war das eh schon fein. Ja, und du kommst einfach viel zu schnell in P3. Ja, war eigentlich im Endeffekt das gleiche Argument wie bei Dresdagard für Limit. Die hatten halt das Übergear auf den Mages mit Insaner Corruption und die haben halt einfach die P2 komplett aus dem Leben getreten. Naja, eben. Und P3 brauchst du halt, keine Ahnung, musst du 5-mal sehen. Ich glaube, beim 2. Pull hatten die das Windrusher hingesetzt, wo sie es hingesetzt haben. Im 3. Pull P3 haben sie sich entschieden, da zu speedporten, wo sie gespeedportet haben und da mussten sie nur nochmal gucken, ob sie das Gate nochmal wiederbekommen. Und danach, ich glaube, mittlerweile spielt das jeder so. Von der Reihenfolge an dann Beat-Krams her und so und weiß nicht. Nicht mein Boss. Haben jetzt sehr ausgiebig über Bosse, Bossmechaniken geredet und so weiter. Ich würde gerne noch ein Thema anschneiden, was wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen die Gemüse erhitzen wird, und zwar Corruption-Items. Viele haben von Pay-to-Win geredet bei diesem Content. Im Endeffekt war es das auch so, wenn man hört, dass halt Limit 250 Millionen Gold investiert, Messet 129 Millionen Gold. Ich hatte zwischendurch mit Marco da mal geredet, der ganz traurig dann gesagt hat, ja, 20 Millionen sind gerade, was war es damals, nicht Infinite Stars, sondern T3 Boots von irgendwas im AHA für irgendwie 10 Millionen Gold oder 6 Millionen Gold wollte der Typ dafür haben. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch, Marco? Ja, die du dann einfach nicht zahlen konntest, ne? Ja. Das Corruption-System, wie findet ihr das? Ist generell so eigentlich ein richtiger Weg, nur relativ schlecht executed von Blizzard, was das Ganze angeht, weil das werden ja einfach 5000 Buffs und Nerfs nachgezogen und so weiter und so fort. Relix war sehr, sehr still in der letzten halben Stunde. Vielleicht, wenn du losschießen möchtest, gerne. Ja, also ich bin sehr happy mit dem Corruption-System. Wahrscheinlich bin ich da auch so ein Underdog. Also, ich möchte noch ein bisschen dazu sagen. Ich habe mich im ganzen Content, sondern im ganzen Addon habe ich mich nie über Gear gefreut. Und gut, ich bin Tank, vielleicht ist das was anderes. Aber durch die Corruptions, dann merkst du endlich mal einen Impact vom Item. Und das ist halt so wie ein bisschen Legion mit den Legendaries. Und das macht für mich ein Spiel aus, dass du halt, wenn du ein Item getroppst und es ist gut, zum Beispiel jetzt T3 Twilight Beam oder sowas, jetzt momentan, vor was Echo and Void, oder Gushing Wound 475 oder 485 sogar, da freust du dich halt. Diese Freude hatte ich die ganze Zeit nicht mit Titanforging. Gut, dass man die BOEs einkaufen konnte, das finde ich richtig scheiße, das sollten sie nicht mehr so machen im nächsten falls sie das mit den Corruption so ein bisschen behalten. Also, dass du einen richtigen Impact merkst von Items, dass sie halt das nicht machen, dass man wieder BOEs kaufen kann. Das sollten sie auf jeden Fall removen, finde ich. Ansonsten hat mir das sehr gefallen, dass man einen geilen Impact hatte von Items und das sich in der DPS widerspiegelt. Das hatte ich mit Titanforging gar nicht und ja. Also ich muss auch sagen, Titanforging war natürlich ein größeres Problem, aber ich finde das Corruption-System, wie es hier und jetzt implementiert wurde, finde ich ein kompletter Reinfall. Nicht nur der Aspekt, dass man sich legit kaufen kann, sondern halt auch, keine Ahnung, ich persönlich hatte auch eine Achterbahnfahrt. Ich war mal am höheren Ende vom Corruption-Luck her, wo ich halt auch in den ersten wichtigen IDs halt komplett Echoing Void hatte und alles rasieren konnte. Dann war ich mal bei dem niedrigen Ende und so weiter, aber egal, wo man halt jetzt gerade an welchem Ende man ist, ich finde das System an sich einfach viel zu schlecht umgesetzt und es geht zwar in eine bessere Richtung, weil die Titanforging entfernen, aber das ist zu viel RNG und das ist zu viel langweiliger RNG. Das ist RNG, ob man die guten Pogs bekommt, wie viel Damage man macht. Das ist RNG, wie viele Negativeffekte man bekommt. Ich habe jetzt, diese ID hatte ich, glaube ich, Rathion von DHs und ich glaube von Einklassen hatte ich kurz Welt 1 gemacht, weil ich mit einfach mein RNG ausgeglichen habe, indem ich mit 135 Corruption gespielt habe. So. Und hatte dann halt einfach kaum Negativeffekte und dann machst du halt da so einen Router 1-Lock. So. Das ist halt komplett Banane einfach nur, was man damit halt alles machen kann und
die Umsetzung finde ich halt komplett schlecht. Das mit Mother, Items zu cleansen auch, da haben sie auch richtig viele Leute halt durch die ganzen, die haben ja in mehreren Wochen haben sie so oft haben sie Corruptions genervt und ein paar gebufft. Da haben sie auch Leute richtig abgefuckt, indem die halt Leute für den Progress extra, das war in der ersten Mystica, die Leute cleansen ihre Sachen, damit sie halt nicht so viele Negativeffekte haben. Dann buffen sie auf einmal wieder das, was sie vorher gecleansed haben. Das heißt, da haben sich auch richtig viele Leute einfach scheiße gefühlt oder haben BOEs gekauft, viel Gold ausgegeben und im Endeffekt haben sie dann nur einen Pipo-Finger zurückbekommen von Blizzard. Also ich fand das ein riesen Reinfall. Aber das Einzige, was mir Hoffnung macht aufs neue Add-on ist, dass sie halt auf jeden Fall was an Titan-Forging ändern. Weil das war ja auch komplett langweilig. Jetzt hat man zwar ein bisschen Spice mit drin, aber nicht die Art von Spice, die mir halt gefällt. So. Kann ich mich nur anschließen. Also, was ich halt gut finde, ist, dass man wieder so ein Set-Goal für Items hat, mit dem man so ein Gefühl haben kann, dass man für die jetzige Corruption Resistance fertig ist. Und wo man nicht immer weiter alles Titanforgen kann. Die Corruptions an sich, da bin ich ganz bei dem, was Relo im Chat geschrieben hat. Die Effekte finde ich gar nicht so schlimm. Bis auf ein paar, aber Outlier wird es immer geben. Es gibt einfach viel zu wenig Corrupted Items. Und dadurch hast du so ein riesiges RNG dabei, wer welche Effekte bekommt. Und wer einfach lucky ist und wer es nicht ist. Das ist halt schon viel zu schlimm. Also... Auch die Baseline-Items aus dem Raid mit bestimmten Corruptions finde ich schrecklich. Einfach weil das die einzigen sind. Und es noch schlimmer ist dann quasi, wenn du Eule spielst und einfach gar keine Infinite Stars-Waffe bekommen kannst. Und Mages und Warlocks kriegen sowas Baseline. Holy Palas kriegen sowas Baseline. Das ist vom Blizzard-Implementation her echt schwach. Die Corruption Changes aus den Visions jetzt, die fand ich okay. Da kriegst du halt 3-4 Items die Woche auf, ja, 2 auf noch ganz akzeptablen Item-Level, 2 ein bisschen drunter, mit dem man sicherlich was anfangen kann. Aber insgesamt bin ich kein Freund von dem System. Ja, Herb, möchtest du gerne noch was dazu sagen oder Lennox? Ja, aber er kann gerne anfangen. Ja, okay, ja, Corruption war leider echt nicht so gut. Wir haben, ich glaube, 3-mal gesplittet hat sich. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es 2 oder 3-mal. Ja, die Splits hätten wir im Endeffekt auch sein lassen können. Also die waren echt totaler Zeitwaste. Wir haben absolut kein Upgrade daraus gezogen. Also wir sind in den Mythic Progress mit richtig schlechten Corruption Gear reingegangen. Also das war leider, ja, abgesehen von der Leistung natürlich, waren die Leute da auch ein bisschen demotiviert dann, wenn er natürlich keine guten Items hat und man sieht, wie der Rest auf reingelackt hat oder halt die richtigen Items halt gezogen hat. Fertig? Soll ich jetzt? Ich mache jetzt einfach. Mach. Ich fand das zum Beispiel gar nicht so schlecht, dass die Items oder die BOEs im Raid halt baseline corrupted waren, was aber halt nur in der Idee gut ist, was aber überhaupt gar nicht funktioniert hat, weil das halt alles um vieles schlimmer gemacht hat, weil du, so wie Relo und Derek gerade gesagt hat, du bekommst halt keine Items. Das macht halt absolut gar, das verstehe ich bis heute nicht und das haben sie ja jetzt so ein bisschen versucht zu fixen. Verstehe absolut in keiner Welt, warum sie ein System reinbringen, was keiner bekommt. Weil es ist ja, der Sinn und Zweck der ganzen Sache ist ja quasi, dass man die Items lootet und sich dann quasi entscheiden muss, was zocke ich und hey, yo, vielleicht habe ich jetzt auch mal ein bisschen nicht so viel Luck mit dem Rank-Up, was ich haben will, also zum Beispiel in Infinite Star Rank 1 oder so. Aber du hast ja überhaupt gar keinen Spielraum gehabt, um mit dem System überhaupt irgendwas zu machen, weil du überhaupt erstmal keine Items bekommen hast und wenn, dann hast du nur Scheiße bekommen. Dass es natürlich auch schlechtere gibt, so wie Daryl auch gesagt hat, ist ja vollkommen normal, das muss es ja auch immer geben. Aber dass die Kluft dazwischen so groß ist, ist halt, macht halt keinen Sinn, wenn du die Items gar nicht bekommst. Der einfachste Fix wäre gewesen, dass entweder alles corrupted oder du so Baseline, so wie es früher in wo es noch Tier-Tokens gab, dass du halt quasi in Dungeons oder in Raid-Bossen halt mindestens ein Item oder so drin hast, was corrupted. Das wäre halt wesentlich besser gewesen und zwar, ja, und das mit dem Echoing Void war auch der größte Dreck, den sie jemals gemacht haben, weil
Zum Beispiel für jemanden wie mich, ich bin ja am Umziehen und ich hatte sehr wenig Zeit und ich habe sehr viel Glück gehabt, dass ich am Anfang Echoing World Rank 3 mit Sockel auf irgendeinem Item gelootet habe. Und dann war ich quasi set. Ich musste mich um nichts mehr kümmern, ich musste zum Raid kommen, musste nicht Keys machen oder so, das war alles fein. Und dann nerven sie das ja einfach unter der Nase weg, so dass du quasi einfach dann da stehst. Das war ja nicht so kacke, aber dadurch waren halt alle anderen Corruption besser. Dann stehst du da halt und kannst gar nichts mehr zocken. Und das hat man bei DH, glaube ich, am meisten gemerkt. Ich weiß nicht, wie es Tyra und Ponky da ging, aber du, Echoing Void war auf DH schon ein sehr, sehr guter Filler für DPS, was gefehlt hat quasi. Ja, minus 10k DPS. Oder, ja, halt, oder halt an Consistency, die dir gefehlt hat. Das war einfach irgendwie dumm. Das hast du bei anderen Klassen nicht so sehr gemerkt, aber das haben wir auch nicht, das haben wir generell eher auch nur Melees und Tanks mit Echoing Void gespielt, aufgrund der Range-Sache. Aber ja, also was soll man dazu sagen, ne? Also vor allem, was ich halt ganz schlimm finde, ist dieser Hintergedanke, dass du A, so wie Next schon gesagt hat, du progressst einen Boss und willst den nächste Woche rekillen. Es geht ja nicht mal darum, dass du einen Boss progressst, den, an dem du bist. Das haben sie ja bei Endsoft mehr oder weniger mit einem Nerf ausgehebelt. Aber du gehst halt einen Boss und dann musst du die nächste Woche quasi rekillen, aber hast quasi kein Power Gain. Und das macht er einfach in keinem, das haben sie, glaube ich, das letzte Mal haben sie es ja so richtig schlimm, das war jetzt diesmal nicht so schlimm, aber so, da kriegt man direkt wieder so Szenarien vor Augen wie in in Tomb war das, hier die Mistress, wo sie die so kaputt gemacht haben. Da hast du ja auch, das war das Allerschlimmste, was sie da gemacht haben. Und das war, also, ja, und wenn du zum Beispiel dir vorstellst, dass jemand 10 Millionen Gold ausgegeben hat, was es gab, also Leute haben, auch Leute, die nicht in der Gilde gespielt haben, haben ihre 10 Millionen Boosted Gold für ein Echoing Void Item ausgegeben. Und dann, yo, have fun mit dem Game. Kannst ja gucken, ob du ein nächstes Item irgendwann mal lootest. Das war einfach super garbage. Aber, um das jetzt kurz abzurunden, ich will nicht zu viel quatschen. Alles gut. Wenn man dann quasi dadurch aber die Sache aushebelt wie Titanforging, dann fand ich das overall ganz okay. Deshalb finde ich nach wie vor Corruption nicht so schlimm. So wie sie es gemacht haben und so wie sie sich quasi auch mehr oder weniger geweigert haben, es zu fixen, obwohl der Fix ja sehr obvious ist, was man machen kann, finde ich das System trotzdem gut, weil du hast nicht mehr diese Kopfschmerzen, kannst du das traden und kannst du dies und hey und das und da finde ich Titanforge war schon das größere Übel und ich finde auch, so wie Ponky gesagt hat, den Weg, den sie gehen, super und irgendwas wollte ich noch sagen, aber ist auch scheißegal. Okay. Tara sich noch aufregen? Ja. Oh ja. Nicht bitte, aufregen. Bitte. Ich bleib kurz. Hallo, Tara hat ein paar Meme-Stories. Soll ich erst anfangen und du sprichst mal? Halbe Buch. Okay. Also, wir haben ja nach Echoing Void Items gesucht für unsere Demon Hunter und haben die halt auf verschiedensten Servern haben wollen. Genauso wie Gushing Wound Items und das hat halt auch, ja, pro Item, sag mal, zwischen 1 und 4 Millionen Gold gekostet. Ja, wir hatten auch mal eine Geschichte, das war aber, glaube ich, nicht ihr, das war jemand anders. Da stehen wir bei, ich glaube, bei Exhaust oder bei Carapace, nee, bei Exhaust, da kannst du ja aufbauen. Sehen ein Item im AH, sagen, jo, das kaufen wir. Und als Karasch auf Kaufen drücken will, war das Item weg. Dann hat es eine halbe Stunde gedauert, war es für 8 Millionen drin. Dann haben wir es nicht mehr gekauft. Ja, so lief das halt hier bei uns. Ne? Dann hast du halt auf dem Server hier mit uns, die für World First competen oder bei dem, ich sag mal, für Top 5 competen wollen. Dann hast du Northern Sky, die ja so viel aus ihrer Zeit machen wollen, wie es eben geht und auch auf jedem Spieler sehr viel Gold haben. Dann hast du aber auch noch Advanced, die für ihre 2 Tage auch geisteskrank viel machen wollen und die halt auch in BOEs reinlooten und auch einige Leute haben, die viel Gold haben. So, und jetzt hast du die alle auf einem Server, die sich komplett um die Items kloppen. Und wir hatten kein Gold auf anderen Servern, haben das halt teilweise über Oblivion hingekriegt, da ein bisschen Gold zu haben, aber ja, und dann sind halt noch so Sachen passiert, wie Tyra jetzt erzählen möchte. Es war nur ein Item und es tut mir auch leid im Nachhinein. Es tut dir nicht leid. Tut mir nicht leid, hast du recht. Ja, ich bin ja großer Fan von dem Aversion.de-Kanal gewesen. Vom Cast an sich und von dem Twitch-Kanal, aber auch gerade vom Chat. Da wurde man auch öfters mal nach einem Shoutout, dass Aversion BOE sucht, bevorzugt Echoing Void. Wurde man da auch als Zuschauer drauf aufmerksam gemacht und ja, ich hab den einen Item weggekauft auf Thrall mit meinem Sniper Rolls, aber es war so juicy, aber generell
Ja, wir haben. Tut mir wirklich nicht leid. So schlecht. Es tut dir richtig leid, ja. Nee, es tut mir nicht leid. Das tut dir nicht leid. Also, das war zu gutes Item, Mann. Das war irgendwie für 1,6 Millionen. Echoing Void, Rang 2. Das ist perfekt. Danke nochmal an den, der es im Chat gepostet hat. Aber generell, ich finde Echoing. Erzähl auch nochmal von unserer Reise nach dem Twisting Nether. Ja, Twisting Nether, wir haben dort, keine Ahnung, Alter, wir haben dort türkischen Basar eröffnet, wir hatten dort so ein Bild, hast du das Bild noch? Ich glaube, wir haben es gerade im Chat gepostet. Haben da die halbe Nacht, haben wir auf Twisting Nether, haben wir geguckt, was wir einkaufen können. Wir haben Gold hin und her verschoben von Blackhand auf Twisting Nether. Wir haben dort für 500 Millionen eingekauft, richtig gut eingekauft. Wir haben den Ring im Haar gesehen, da war irgendwie für 1,8 drin, dann ging er auf 1,6 runter oder so und dann hat Pongi gesagt, Moment, der Ring hat sich gerade geändert, hat er den Typen angeschrieben, der den reingestellt hat und hat dann auf 1 Million runter gehandelt. Also da wurden Kamele mit Ziegen getauscht und ne, geiles System. Aber ich versuche jetzt auch konstruktiv zu bleiben. Ich finde, Corruption-System ist an sich von der Idee nicht schlecht. Es hat viel mit Charakter-Progression geaddet. Bei manchen Bossen spielst du mit über 40, bei manchen mit unter 40. Als Side-Note für Healer zum Beispiel, bei Ensort kannst du als Holy Parler oder als Disty zweimal mit dem Cooldown-Reduction spielen. Also dass du im Schnitt dein CD reduced bekommst, einmal pro Minute, glaube ich, was dann gut mit den Timings ausgeht. Also es hat schon eine strategische Komponente und auch das Ganze, dass Corruption so der Mittelpunkt ist, mit wie viel du spielst und dass du dann mit deinem World Quest kannst du dann Teile farmen, die dir dann einen Key geben, um dann in die Vision reinzukommen, blablub, alles fein. Ich glaube, der größte Fehler war wirklich neben dem Balancing von Echoing Void und auch ein bisschen das Unfaire, dass man zum Beispiel als Eule keine Infinite Stars lootet, aber die armen unterperformenden Klassen wie Warlock und Mage, die es eh schon so schwer haben in ihrem Leben, dass die da Infinite Stars in den Arsch geblasen bekommen. Dass sie dann sagen, Leute, Infinite Stars, ihr habt recht, ist nicht so gut, müssen wir mit Item-Level skalieren. Und dass ein 485er Infinite Stars sogar noch gebufft wurde, im Vergleich zu dem, wie es vor dem Nerf war. Komplette Banane und Eulen und Shadow Priest stehen da, so am Rand, du siehst, wie der Bus abfährt, aber es sind nur Mages und Warlocks drin. Bombe nachgedacht. Abgesehen davon, ja, ich finde, die hätten einfach das BOEs keine Corruption geben müssen. Keine Ahnung, die Leute haben Unmengen an Gold ausgegeben. Auf jeden Fall. Anstatt dessen einfach in Visions Corruption Items oder dass man in einem erfolgreichen M-Plus-Key eine pro Gruppe bekommt, dass man zumindest farmen kann. Weil, wie gesagt, es gab genug Corruptions, verschiedene, viele Müll-Corruptions, viele situative Corruptions. Es gab einfach nur nicht genug Möglichkeiten, Corruptions zu bekommen, außer MH. Und das fand ich ultra toxic und auch, dass die Sache, Echoing Void, erste ID, komplett Banane. Die nerven es nicht. Wir gehen in die Mythic ID. Erste Mythic ID, die nerven es immer noch nicht. Na gut. Wenn die zwei IDs sich nerven, die werden jetzt nicht im Progress anfangen, irgendwie das noch zu ändern. Oh Wunder, dritte ID, nachdem Leute schon unzählig Gold ausgegeben haben, obwohl die halt erstmal gewartet haben, weil die denken, okay, das müssen die fixen, Echoing Void. Haben die nicht gefixt, man gibt Geld aus. Dritte ID, oh Wunder, ja, wir nerven das doch. Diese Politik mit diesem Hyperbalancing, das sollte man nicht mehr machen in Zukunft. Kickst also das Game eh nie auf ihn. Mir platzt die Krawatte, wenn ich wieder dran denke, ich muss mich da zurückhalten, aber ansonsten fand ich 8.3 war sehr schön. Man merkt halt, wie die Stimme gerade so ein bisschen höher wird. Ne? So. Ja, ich denke an die ersten Wochen und was die da alles verkackt haben, aber ich finde zum jetzigen Zeitpunkt, um mal was Positives zu sagen, ich finde, man kriegt es mittlerweile relativ gut Corruption, man ist nicht so auf POEs angewiesen. Essenzen sind relativ, nicht accountweit, aber man kann die gut nachfahren auf den Twinks. So genießt für das nächste halbe Jahr das Spiel, meine Freunde im Chat. Es ist momentan in einem guten State und ich finde auch der Patch, wie gesagt, bis auf die Balancing-Issues, von der Idee, die gehen, finde ich sehr gut. Und ich finde auch, dass Horrific Visions ein sehr guter Solo-Content ist. Ich glaube, ich war noch nie so nicht abgeturnt wie jetzt in einem Solo-Szenario, was ich machen muss. Das heißt, da kann man für den Endless Tower in Shadowlands viel mitnehmen und viel halt ein bisschen tiefer machen. Aber ja, ich denke, es momentan so nach dem Content kann man da mit einem lächelnden weinigen Auge sagen, dass man gut Richtung Shadowlands gehen kann und auch jetzt ein bisschen chillen kann und Spaß haben kann. Vor allen Dingen, was ja auch ist, dass zumindestens, sage ich mal,
öffentlich zeigt Blizzard ja, dass sie ein bisschen aus dieser ganzen Kritik gelernt haben. Es gab ja ein ganz interessantes Interview von Ian Hesse-Kostas, dem Game Lead Designer von World of Warcraft, wo er halt gesagt hatte, dass es eigentlich schon immer ziemlich problematisch war, weil er halt auch sehr, in Anführungszeichen, wurde Blizzard ja sehr hart angegangen für Anzot als Endboss. Wie gesagt, diese eigentliche Mystic-Phase, die halt überhaupt nicht fertig war, und so weiter und so fort. Dass dann das Schluss-Cinematic war wohl ja auch eine riesen Enttäuschung für sehr viele Spieler. Und er hatte halt gesagt, dass das früher wohl auch schon immer so problematisch war. Es war halt nur nie so, sage ich mal, in der Öffentlichkeit im Fokus wie jetzt durch das World First Race. Die Reaktion darauf ist, ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen mitverfolgt habt, aber Blizzard sucht wirklich bezahlte Boss-Tester. Also sie haben da jetzt Stellenausschreibungen gemacht bei ihnen auf der Homepage, also alle, die mal Bock drauf haben, zu sagen, hey, ihr braucht natürlich ein paar Voraussetzungen. Ich würde gerne mal wirklich für bezahlte Bosse testen bei Blizzard, könnt ihr machen. Unter anderem werden auch Quest-Designer gesucht, aktiv bei Blizzard, also auch in Form einer Festanstellung, ja, dass ihr halt, wenn ihr gerne Quest designt, ne, lauft mal hier hin, tötet 10 Mobs dahin, da seid ihr da genau richtig, könnt ihr euch dann gerne dort bewerben. Also dementsprechend ist auf jeden Fall so von Blizzard da, dass sie halt Sachen ändern und besser machen wollen. Ich bin halt sehr gespannt. Es ist ja wahrscheinlich noch viel zu früh, jetzt so ein bisschen einen Ausblick zu wagen auf Shadowlands. Es ist ja nicht mal die Alpha draußen. Ich weiß auch nicht, wie lange sich die verzögert. Ich weiß nur, Blizzard war schon vor über 4 Wochen bei mir und hatte gesagt, pass auf, Alpha soon und so weiter und so fort. Gibt es vielleicht so eine abschließende Frage noch an euch. Gibt es irgendwas, was ihr euch wünscht, was besser gemacht werden soll in Shadowlands zu BFA? Weil es sieht ja doch sehr danach aus, es gab diesmal Neck, beziehungsweise dann am Ende jetzt einen Umhang, der rausgekommen ist. In Legion war es die Artefaktwaffe, dass wahrscheinlich wieder so ein ähnliches System in irgendeiner Form kommen wird. Was wünscht ihr euch für Shadowlands, was definitiv besser gemacht werden muss gegenüber BFA? Ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal mit Darrett an. Ich hoffe, der Mindless Grind wird komplett eingestampft. Ich bin selber arbeitstätig und ich sitze hier jeden Progress und fühle mich wie der größte Wichser dafür, dass ich da sitze, arbeite, während der Rest der Leute sich hier 12 Stunden lang hinsetzt und Islands spammt. Das komplette Add-on lang. Das ist für mich der größte Witz, den ich je gesehen habe. Das geht gar nicht klar. Ich finde, das ist mit Abstand das Allerschlimmste da dran. Dieses Artefakt-Power, Azerite-Power-System sollten sie einfach komplett abschaffen. Die brauchen sicherlich irgendeine Form von kontinuierlichen Upgrades für die Chars, damit die Leute halt spielen, damit auch nicht nur Raider spielen. Aber Artefakt-Power kann es nicht sein. Das ist schrecklich. Gut, lass uns einfach weitergehen. Marco, was denkst du? Was würdest du dir wünschen, was besser gemacht werden soll mit Shadowlands? Master Loot. Ich will nicht mehr Armor Splits machen und Leute auf Klassen oder Specs schicken, die sie hassen, einfach nur damit wir optimal Loot traden können. Also, kleines Beispiel war halt, unser hier Strike hat halt, ich glaube, 10 Chars gespielt in den Splitruns und halt einer seiner AFK-Chars hat die Infinite Star Rank 3 Hosen gelootet, die ich jetzt immer noch anhab, ne? Und keine Ahnung, das ist so schlecht, dass du halt auch einen Hunter Shaman Raid bauen musst, damit du halt die Hunter versorgen kannst, beziehungsweise den Shaman Heiler. Dass du mit 25 gefühlten Melees irgendwie noch spielen musst in den Plate Raid oder Drastagath oder halt Bosse, wo Midis halt Dogs sind, das macht keinen Spaß. Artifact Power bin ich auch bei Darrett. Corruption sollte, also ich finde das System an sich, die Idee ist gut, aber die Umsetzung ist halt nicht gut. Also ich finde es super, wenn jedes Item corrupten würde und der Einfluss dieser Corruption, ja, dass das Demon Hunter 40% Infinite Star Damage macht, ja, das können sie gerne mal halbieren. Ja, dass das einfach nicht so viel Damage ist, sondern dass der Spieler dahinter auch noch einen gewissen Einfluss hat, weil wenn der eine Spieler genauso gut spielt wie der andere, aber der andere hat dann halt, also nicht, kann ja, also das ist halt der Corruption-Unterschied und dann soll der Unterschied nicht 4 Millionen Damage sein, wenn du halt 16 Millionen machst, sondern vielleicht nur 1 bis 2 Millionen, ja, dass es halt näher aneinander ist, ja, dass die sich halt auch mal
angleichen können, nur dass man mit Skill halt noch was rausholen kann. Ja, und dann halt diese ganze Global Cooldown-Geschichte, das sollten sie halt auch zurückfahren. Ich glaube, im Moment ist das Game ganz gut, ist ziemlich schnell wieder und es macht vielen Leuten sehr viel Spaß. Tendenziell am Anfang vom Addon ist es wieder so, dass alles wieder super slow ist und gar nichts Spaß macht. Ich hoffe, dass sie das in den Griff kriegen. Ja, ich meine, wir squishen auf Level 60 runter. I don't know. Mal sehen, wie sie es umsetzen. Aber ich glaube, mein größter Punkt aus Raid-Sicht und aus Guild-Lead-Sicht ist Master Loot, weil es einfach fucking frustrierend ist. Okay, Herb? Ja, ähnlich wie Nexit sagte, Master Loot und man halt davon beeinflusst wird, wie das Roster aussieht, was Leute angeht, neben wem man spielt, auf der gleichen Klasse. Ich weiß, in Eternal Palace habe ich mit dem anderen Rogue jeden Boss zusammengespielt und diesen Raid hat er so gut wie gar nicht neben mir gespielt, einfach aus dem Fakt, dass ich bessere Corruption hatte. Das ist einfach, dass du halt so gesehen die Spieler mitnehmen musst, mehr oder weniger, die halt die bessere Corruption haben, auch wenn sie spielerisch hinter den anderen Spielern sind, ganz klar. Okay, Lennox? Ja, ich kann dem allen zustimmen. Ich finde auch Master Loot ist mit das Wichtigste neben AP, aber AP ist ja, glaube ich, ein so breit getretenes Thema, das brauchen wir auch kein Wort drüber mehr verlieren, glaube ich. Hm. Was ich mir ganz gerne wünschen würde, und ich finde es gut, dass sie da so ein bisschen anfangen, ist, dass sie Dungeons oder beziehungsweise M+, was ja in Legion angefangen hat und ja auch super gutes System ist, weil darauf ja auch ein Tournament basiert und so, was ich cool finde, dass das auch quasi, also Dungeons und Mythic Plus ist quasi für jeden greifbar. Also jeder kann das spielen, jeder kann einen gewissen Score haben, wenn er da Bock drauf hat. Und ich finde es cool, dass sie jetzt angefangen haben, auch einen Mount reinzubringen, wenn du alles auf 15 hast und so. Ich finde es cool, wenn sie das ein bisschen erweitern. Das hatte, glaube ich, sogar auch mal Pabo in irgendeinem Post von sich gemacht, dass man ähnlich wie in Arena das quasi rewarden könnte mit diversen Sachen. Das finde ich schön, weil ich nämlich in Legion ein Riesenfan davon war, auch wenn Legion natürlich, viele fanden Legion scheiße, viele fanden Legion gut. Aber in Legion fand ich auch, wenn es da AP auch in dem gleichen Umfang gab, fand ich in Legion das, was sie ganz gut gemacht haben in Legion, war die Dungeons waren viel besser. Das kann man aber immer, ne, das ist objektiv, kann jeder finden, wie er will. Und dass du halt quasi Dungeons machen konntest, auch wenn du sie oft gemacht hast und währenddessen AP gefarmt hast. Das finde ich, fand ich einen cooleren Content, dass du quasi beides gleichzeitig gemacht hast. Und das, was ich jetzt nicht so cool finde, ich mache zum Beispiel gar nicht gerne Dungeons in dem Addon, weil du nichts dafür kriegst. Jetzt mit Corruptions noch viel schlimmer. Ich glaube, bei uns waren Leute, die haben 40 Dungeons gemacht, die hatten, wenn sie Glück hatten, 2 Corruption-Items gelootet. Das ist halt, ne? Also das ist halt aber nicht rewarding. Dafür gab es halt die Islands. Aber wenn sie, ne, wenn sie AP nochmal machen oder das in einem gewissen Umfang, dann fände ich es cool, wenn du Dungeons mehr rewardest, sei es durch Cosmetics oder halt AP. Aber den Rest kann ich mich nur anschließen, sonst, ja. Das wär's. Okay, Ponky? Ja, also das, was ich mir wünsche in erster Linie, ist, dass Blizzard eigentlich, wie sie es hinterher zeigen, Systeme rausbringt, die halt besser getestet wurden vorher in erster Linie. Also zum Beispiel das Legendary-System an sich in Legion war halt horrible, wie es am Anfang war. Wie es am Ende war, war halt vollkommen fein, dass halt der Schritt schneller gemacht wird und so weiter. Dass halt interessante Systeme einfach schneller besser werden für die meisten Leute. Oder jetzt auch mit dem Vision-System, dass jetzt halt auch mal wieder ordentliche Items dabei kommen, wenn die halt 100% corrupten etc., dass man da eher einen Ansporn hat, um so eine Dinge zu erledigen, weil bei mir ist halt immer das Ding, ich mag halt die Raids und außerhalb von den Raids mache ich halt selten irgendwas anderes. Ich meine, die natürliche Hoffnung gibt es natürlich auch zu jedem Add-on, dass man hofft, dass PvP wieder ordentlich geil ist. Das ist ja jetzt gerade auch komplette Clown-Fiesta mit den Corruptions. Ja, bitte. Aber die Hoffnung, die kann man ja eh beiseite schieben, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Ansonsten M+, bin ich jetzt auch nicht so persönlich der große Fan von, ich finde es okay, dass es Leute gibt, die das halt komplett abfeiern und den ganzen Tag machen. Ich war eher so der Challenge-Mode-Run, also ich mache lieber halt den Run immer schneller und besser, als halt irgendwie immer höher und langweiliger, meiner Meinung nach. Also da würde ich mir wünschen, dass wieder das eher Richtung Challenge-Mode-Gold-Runs und so weiter geht. Aber ansonsten, mein Fokus liegt eh immer nur auf dem Raiden und halt auf die Systeme, die halt das Raiden beeinflussen. Und da hoffe ich einfach, dass sie schneller aus Fehlern lernen oder halt es mehr Tester gibt, wie du das angesprochen hattest, dass so eine Systeme direkt vollständiger rauskommen. Okay, ja, Tyra.
Ja, ich habe so drei Punkte, so, die ich mir wünschen würde. Also der erste Punkt, Master Loot, brauchen wir nicht mehr drauf eingehen, wurde schon gesagt. Der zweite Punkt, ich finde Essenzen ist ein sehr großer Erfolg gewesen, wenn die accountweit gewesen wären, aber so generell Essenzen, man hat schon, man kann schon Bosse verschieden spielen. Auch, wie gesagt, Ensort gerade als Demon Hunter kannst du auch mit Breath spielen. Und ich finde, sowas addet so ein bisschen, ja, Flexibilität und Tiefe in eigentliches sehr monotones und lineares Class-Design. Das heißt, ich bin immer ein Fan, wenn man Sachen mehr customizen kann. Das heißt, irgendwas Richtung Essenzen ist fein. Auch wie gesagt, Corruption von der Idee, dass man eine Char-Progression hat, wo deine ganzen täglichen Sachen wie World Quest und Arena und BGs und whatever dir Currency geben, um dann eben da ein bisschen ein System zu haben, wo du dann im Raid auch nochmal customizen kannst. Also ich finde, Entscheidungen sind immer ganz gut im Raid und kann man eben mit Corruption und mit Essenzen machen. Und der dritte Punkt, der mich am meisten stört, actually, ich will wieder Tiersets haben. Aus dem einfachen Grund, mein Rogue, der war jetzt mein Twink, der hat so gut wie keine Mythic-Bosse gesehen. Ich glaube, 2 Mythic-Bosse habe ich gehabt und ich war ready für Ensort. Ich hätte theoretisch Ensort mit dem Rogue spielen können, obwohl ich den kompletten Mythic-Progress nicht gesehen habe. Warum? 3 Items, Crafting, Mythic-Niveau mit Sockel, ne? 470 mit Sockel, alles fein. So, dann 2 BOEs dazu, bis bei 5 Slots. Dann kannst du mit deinem Weekly M Plus Key, kannst du wie ich meinen Biss Azure Ride gammeln. So, dann bist du schon mal bei wie viel? 7, 8 Slots. So, dann hast du noch 1, 2 Trinkets aus dem alten Content, dann bist du bei 10 Slots. Dann hast du von 16 Slots hast du schon 10 abgedeckt und kannst dann mit einem Endboss spielen. Ich hätte theoretisch, ich habe einen KDPS weniger gesimt als Siri, der alle 11 Bosse gesehen hat. Finde ich Banane. Finde ich einfach nur Banane. Und deswegen hoffe ich, dass sie da wieder was machen, dass es rewarding ist, wenn man Mythic Raided, weil momentan, also so schlimm wie diesen Content eben, weil noch die Corruption-Slots dazu kommen und der ganze gezielte Gamble, den man machen kann, finde ich einfach, das ist die falsche Richtung, die man einschlägt und ich weiß nicht, ob die sich bewusst sind, wie das eben in diesem Content gelaufen ist, dass man eben so viele Slots replacen konnte und trotzdem relevant war für einen Mythic Raid, wo man davor eigentlich so gut wie gar nichts, wenn man die richtige Klasse gespielt hat, hätte legen müssen auf Mythisch. Alles klar. Gut, dann der Frischling als letztes, der liebe Relix. Was wünschst du dir oder was hast du für Hoffnungen für Shadowlands, was besser gemacht werden soll? Du hast dich gerade gemutet, falls du was sagen wolltest. Achso, ups. Kein Problem. Ja, es wurden ja schon viele Sachen gesagt. Auf die gehe ich jetzt nicht mehr ein, sowas wie Master Loot und so. Bin ich voll bei euch. So, was ich gut fand im BFA, das PvP Rewarding war auch für PvE, also die Weekly Chests von PvP. Ich habe das erste Mal PvP richtig gemacht, auch 2-4 sogar gepusht, weil es Spaß gemacht hat. Für Max PvE Loot finde ich nice, können die in Shadowlands auch beibehalten. Was mich stört, was sie im BFA gemacht haben, war dieses Hyperbalancing, vor allem, dass die gute Sachen nerven. Also der Brewmaster war zum Beispiel genervt und das hat man dann direkt gemerkt. Finde ich unnötig. Buff doch lieber die anderen Tanks und lass mich da nicht scheiße fühlen, wenn ich zu stark bin, sondern buff halt das andere. Das stört mich ja nicht, wenn die anderen buffen. Nur lass mich halt nicht schwächer sein am nächsten Tag, wenn ich einlogge. Das mag ich nicht, dieses Gefühl. Auch genauso wie mit Echoing Voids, dass sie da halt irgendwas, was OP ist und dann nerven sie es und naja, muss nicht sein. Die können es anders machen. Also nichts nerven, nur noch buff. Das hat auch einen sogar mal gesagt in einem 2017er Interview. Dass sie nicht jemanden nerven wollen, sondern die anderen Sachen eher buffen, wenn sie zu schwach sind. Verstehe ich nicht, wieso sie das jetzt machen, so oft. Ja. Ansonsten wurde ja eigentlich alles gesagt. Das waren die zwei Sachen, die ich noch dazu sagen wollte. Okay. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch so langsam zum Schluss. Sind jetzt weit über 1,5 Stunden drüber und ich will nicht eure Zeit weiter in Anspruch nehmen. Ja, ich würde sagen, wir machen diese obligatorische Verabschiedungsrunde mit Grüßen und so. Der eine oder andere findet die immer ganz lustig. Lasst uns einfach unten anfangen mit Tyra und dann gehen wir einfach der Reihe nach von unten nach oben hoch. Ja, Grüße an Senfi, der nicht da sein konnte. Auch an die ganze Gilde natürlich, auch an Aversion.de, also an alle Zuschauer, die dabei waren. Hat Gigaspaß gemacht. Ich hoffe, dass es in Shadowlands so weitergeht, dass wir dann einen Sammelpunkt haben, wo wir
zusammen memen können und BOEs snipen können. Und ja, an sich, ja, Amen. Relix, du darfst gerne noch wen grüßen. Ich nehme an, du hast bestimmt noch den einen oder anderen Gruß im Petto. Achso, nee, ich verabschiede mich dann einfach nur mit den Worten, die ich damals auch Kenwo benutzt hatte. Doppelpiece an Nonsens, EG an alle oder so. Hat der nicht irgendwas mit Massive Bra gesagt? Ist auch egal. Okay, Doppelpiece an Nonsens. Alles klar. Bonki, du darfst weitermachen. Alles klar, ich freue mich auf jeden Fall auf Shadowlands und dahingehend auch Grüße an all unsere neuen Trials, die wir dabei haben. Das wird eine Menge Spaß. Ne, Taure, grüße dich. Ansonsten grüße ich natürlich noch The Void, unsere Klassik-Gilde. Na klar, The Void, so heißt die Gilde. Dann meine Homies vom Abstinenzia Teamspeak immer noch, die mich immer mental unterstützen, nachdem ich mal so im Raid mal ab und an mal Tourette hatte. Ja, und natürlich halt Northern Sky, seid die Besten. Kuss. Kuss, gut. Ja. Nix. Ja. Ja, zum Thema Inversion.de, ich glaube, dass das kann funktionieren, sofern Corona es zulässt. Das ist zumindest der Plan. Also, da mit 9.0 gibt es bestimmt wieder genug Zeit zum Meme und BOE-Snipen. Ja, Grüße gehen raus an meine Boys, die zugucken, und an den snipenden Griechen. Das bin ich. Yes. Lennox? Achso, Entschuldigung. Ja, den grüße ich. Heide? Nee, das haben wir ja schon mal gemacht, oder? Du kannst ja deinen Standard-Gruß an Citrus raushauen. Ey, letztes Mal habe ich den schon weggelassen, weil ich langweilig fand. Wirklich? Bleib mal ruhig. Okay. Ja, habe ich extra gemacht wegen dir, weil ich weiß, dass du einen Disput hast mit denen. Nee. Doch. OOC ist alles cool. Okay. Ja, gut. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ja, nee, okay. Ja, wen grüße ich? Ich grüße die, pass auf, wir machen das so. Ich grüße die neuen Leute, die von Untitled zu uns gekommen sind, weil sie nicht zufrieden waren, da wo sie waren. Das hat aber nichts. Ja, ist auch egal. Du fängst immer Alter. Das ist überhaupt nicht böse gemeint. Und ich würde mir mal tatsächlich ein bisschen mehr gern wünschen, dass ich auf Twitter ein bisschen Feuer zurückbekomme. Das ist irgendwie so. Ich hoffe immer, dass irgendwie einer mal ausrastet, aber es passiert nichts. Das macht mich traurig ein bisschen. Aber ja. Nee, ich wünsche da allen auch viel Glück, was ihr da also auch mal anhört. Ich finde das cool, was ihr da macht. Ne? Viel Glück da. Danke. Und ich habe so das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Eine zweite relevante Gilde in Deutschland. Ist doch da. Du bist doch hier, ja. Sogar gleich da. Irgendwas fehlt, Lenny. Ja, irgendwas fehlt. Ah, nee, lass es sein. Ich merk's. Ich finde, nach dem Untitled-Ding hättest du aufhören müssen. Das ist verkackt. Ja, nee. Aber war ein guter Abgang eigentlich. Es war ein guter Abgang, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich irgendwie. Ich habe so im Kopf, dass ich irgendwas memen muss, was wir im TS die letzten Tage besprochen haben. Ach, der Jonge will unbedingt, dass die Yunrei bei uns spielt, aber da habe ich gesagt, nein, jetzt sind alle traurig. Müssen wir mal. Das ist die von, der, ich glaube, die spielt bei Untitled. Ja, die wollen alle unbedingt, dass sie zu uns kommt, aber ich habe nach allen gesagt. Und dafür wollte ich mich einfach mal entschuldigen vor allen Leuten. Weil alle sauer sind deswegen. So, es war kein guter Abgang, aber es ist okay. Wenn du damit zufrieden bist. Ja. So. Ich als Boomer Raff Inni, um was es da geht, ist auch nicht so wichtig. Herb, du darfst gerne noch ein paar Leute grüßen. Ja, Grüße an meine wundervolle Gilde natürlich. Das klingt sehr überzeugend. Schönen Progress. Und natürlich wie immer Grüße an Termex. Besten Freund, den man nur haben kann. Ich hoffe, dass sich unsere Wege bald wieder kreuzen. Okay, dann Derek, the last one. Ja, Grüße gehen auf jeden Fall raus natürlich an die Gilde. Auf jeden Fall an den Doc, der uns natürlich hart supportet hat beim Progress, uns in der ersten ID ein paar IDs zur Verfügung gestellt hat.
an meinen Lieblingsofficer, den Full und den Nova natürlich. Weil sind mir natürlich besonders ans Herz gewachsen. Und an den Crazy. Alles klar. Gut, dann bedanke ich mich natürlich wie immer im Namen der deutschen Community für eure Zeit, die ihr hier wie immer rein investiert hat. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle wieder so zahlreich erschienen seid. Ich denke, wir werden uns dann in Shadowlands wiedersehen, das eine oder andere Mal. Dann werde ich mich auch verabschieden an dieser Stelle und wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Ganz wichtig, bleibt gesund, ja, passt auf euch auf. Nicht nur meine Gäste hier, sondern auch alle im Chat. Ja. Schützt euch, in welcher Form auch immer. Und bis demnächst. Ciao. Puh, jetzt war ich ja entspannt jetzt. Ist fertig jetzt? Ist schon aus? Fertig, der könnte jetzt wieder... Ich glaube, ist aus, ja. Kimo, kann man jemanden Türer abstellen? Nee. Limit. Kommt heute irgendwo ein Spice mit Erwischen und Gambit. Ein Spice? Gambit. Was für ein Spice? Was ist ein Gambit? Ja, ich hab da so Sachen gehört. Du kannst doch keinen Spice mit irrelevanten Gilden haben. Ja, so würde ich mir jetzt nicht bezeichnen als Erwischen. Ich meine, so irrelevant seid ihr jetzt nicht, oder? Weiß nicht. Auf welcher Seite seid ihr nochmal? Hä? Okay. Feuer über Deutschland? Ach, Quatsch. Der Türer macht das gerne. Okay. Ich habe gerade nur gesehen, Limit hat ihr MDI-Team announced. Oh. Gerade. Mit Maximum als Tank. Ach du Scheiße. War nicht Achter beim letzten Mal? Was heißt Achter? Sie haben einfach alles verloren. Sie haben zwei Instanzen gespielt, auch so verloren, das war's. Also, mit Atrocity, Erixo, I'm Fired Up und Healer ist Twisted. Ja, Atrox ist gut, aber... Der I'm Fired Up ist, glaube ich, auch ein guter. Der hat Mastery Game. Ja. Dann haben wir halt eben ein Problem, ne? Ach so, ich habe ganz vergessen, Chat. Übrigens, wenn ihr Lust habt, der Marco macht jetzt einen HC-Raid. Ich weiß nicht, ist das ein Viewer-Raid? Ja, das ist vor allem der Account-Wide Essence, dass jeder Spieler hat sich einen neuen Char erstellt, Heroic Raid. Also, oh, mal gucken. Oh, es wird spannend. Also, wenn ihr Lust habt, ne, geht rüber zu Marco. Genau, das wollte ich noch. Das hatte ich gerade ganz vergessen. Aber ist, glaube ich, für die Aufnahmen auch nicht so wichtig. Also, wenn ihr Lust habt, gleich irgendwie mit den besten Spielern Deutschlands zu raiden, dann brauchen wir richtig gute Chars, damit die selbst durchkommen. Ich mache hier so eine nette Ansage und da wird gelacht. Hast du selbst genannt? Nee. Ja, nee. Meine Dudes hier mit Hunter 300 KHP und so sind Plebs. Mhm. Die müsst du durchkriegen. Der Träumer hat sich einen Warrior erstellt. Ich dachte, morgen um 19 Uhr spielen die besten Spieler Deutschlands in HC Raid. Ja, morgen ist auch noch ein HC Raid, heute und morgen. Aber Viewer Raid, oder? Ja, immer. Aber immer Viewer Raid. Das ist ganz wichtig. Wir machen wird von der Steuer abgesetzt. Ich bin immer nur Viewer Raid. Also wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ne, geht da rüber zu Nex. Der macht jetzt einen HC Viewer Carry. Nee, umgekehrt. Die Viewer Carrying. Wir brauchen Carry. Genau, ja. So rum. Ihr müsst da kennen. Also wenn ihr Bock habt, HC da mitzuraden, let's go. Jo. Ich gehe jetzt ein paar Leute abstechen. Bitte? Was ist denn jetzt los? In-game, oder? Okay. Ja, okay. Klar. Und ich danke euch auf jeden Fall, ihr Lieben. Wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende. Ja, in GTA, jetzt beruhig dich mal wieder, ey. Junge. Hast du jetzt gedacht, ich gehe auf die Straße oder was? Gut. Wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende. Wie gesagt, passt auf euch auf, bleibt gesund, ganz wichtig. Hände waschen nicht vergessen. Hände waschen, ja. Hey, yo. Gut. Also, haut rein. Schönes Wochenende noch. Yes, ja. Bis zum nächsten Mal.